Wolfsburgerinnen und Wolfsburger, freue mich, dass wir heute eine Dialogveranstaltung hier machen wollen. Dürfen wir den lokalen Medien dafür danken, die sich bereit erklärt haben, das mal zu informieren. Ich freue mich, hier zu sein, heute mit Ihnen ein bisschen Dialogfragen zu beantworten. Meistens machen wir das ja so über die Presse, ne? Man berichtet und so, und ich finde diesen Ansatz, mal einen direkten Dialog zu machen, finde ich viel interessanter, viel spannender. Ich freue mich darauf. Das finde ich in der ersten Reihe, war ich ein bisschen erschrocken, weil nur Männer da sitzen, aber da hinten, es gibt auch Wolfsburger Frauen, die Interesse haben. Ja, herzlich willkommen. Ich hoffe, dass wir ein paar spannende Minuten haben und freue mich darauf. Weiß nicht, wer fängt von Ihnen an? Ja, guten Morgen. Mein Name ist Christoph Oppermann von der Wolfsburger Allgemeinen und zusammen mit meinem Kollegen Markus Kutscher von den Wolfsburger Nachrichten, dem Redaktionsleiter, darf ich Sie heute Morgen hier durch die Veranstaltung leiten. Und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für unsere Fragen, für Ihre Fragen. Wir strukturieren das so, dass wir die erste Hälfte der Veranstaltung Fragen, die wir beide vorbereitet haben für unsere Blätter, an Herrn Dies stellen. Die ich noch nicht kenne. Ja. Nein, das ist nichts abgesprochen. Das ist hier alles live on stage und tatsächlich für uns auch ein Experiment. Wir sind aber wirklich guter Dinge. Und im zweiten Teil der Veranstaltung haben Sie dann die Gelegenheit, Herrn Dies Fragen zu stellen. Und er hat versprochen, er beantwortet alles. Ja, was ich so glaube. Ja. Gut, dann wollen wir uns setzen. Ja, gerne. Was darf ich Ihnen eingießen? Kaffee kommt. Kaffee wäre noch nicht schlecht. Ja. Ja. Das ist auf dem Weg, aber kommt dann, wenn ich noch gekommen würde. Das ist super. Bisher. So, dann losgehen. Ja, Herr Dies, herzlich willkommen auch erstmal von meiner Seite hier an die Gäste vor Ort und auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer im Livestream, die die Veranstaltung im Internet verfolgen. Herr Dies, Sie arbeiten seit 2015 jetzt für Volkswagen. Was war denn so Ihr erster Gedanke, als Sie den Namen Wolfsburg mal gehört haben? Also ich muss sagen, ich kannte Wolfsburg so ein bisschen, weil ich war hier mal eingeladen, als die Halle 54 angelaufen ist, war auch ein paar Mal zu Besuch hier. Aber und dann wurde ich mir eingeladen in die Autostadt, die damals vor rund 20 Jahren wirklich auch, ja, ich sag mal, weltweit einzigartig war, ne? Vom Architektonischen her. Mittlerweile, finde ich, ist ein bisschen, müssen wir was tun, ist ein bisschen in die Jahre gekommen, aber ist schon was wirklich auch weltweit einzigartig ist. Und so kam ich mit Wolfsburg. Aber ich hatte jetzt keine vorgefasste Meinung zu, wie Wolfsburg so funktioniert und die Bürger, sondern es war einfach eine Stadt, die einfach attraktiv ist, weil ein großer Konzern dahinter steht, weil dort viel investiert wurde, weil sie modern war. Also ich hatte da keine Befindlichkeiten, keine Vorurteile, überhaupt nicht. Vielleicht hat sich das ja ein bisschen dann geändert, als Sie das erste Mal so ein bisschen durch die Stadt schlendern konnten, ein bisschen Zeit hatten. Sie haben ja das auch bei Gelegenheit immer mal erwähnt, dass Ihnen das nicht ganz so gefällt, wie die Innenstadt so aussieht. Ich habe noch mal geschaut, im November 2019 haben Sie im Interview mit unserer Zeitung gesagt, die Porsche Straße finde ich etwas trist. Ja. Ins Wolfsburger Stadtzentrum muss mehr Frische, mehr Leben. Ja. Und Sie haben gesagt, wir brauchen Talente aus der Softwarebranche. Für diese neuen Berufe ist eine attraktive Stadt ungemein wichtig. Ja. Ich denke, diese Aussagen gelten nach wie vor, oder? Ja, die gelten nach wie vor. Ich finde aber auch nach wie vor, ne, dass Wolfsburg ist schon eine attraktive Stadt. Die Frage ist, ist sie attraktiv genug jetzt für das, was da an Wettbewerb auf uns zukommt, für die neuen Berufsfelder, die wir anziehen wollen, und da finde ich schon, ist was zu tun. Ich finde schon, die Stadt ist attraktiv, ne? Für so eine relativ kleine Stadt mit 100.000 Einwohnern. Wir haben einen Fußballverein, der immer wieder auch mal erfolgreich ist und uns sicher allen Freude macht. Wir haben viel Sport, wir haben Eishockey hier, das auf der ersten Liga spielt. Wir haben Kunst, ein tolles Kunstmuseum, das auch international besucht wird. Wir haben Theater, ne? Nicht jede 100.000 Einwohnerstadt hat ein Theater. Wir haben die Autostadt mit einem großen Budget jährlich, die viel auch für die Wolfsburger tut. Wir haben schöne Freizeiteinrichtungen, Schwimmbäder und so. Also die Stadt ist schon attraktiv. Die Frage ist sie attraktiv genug für das, was da, und wenn man dann mal
man unseren amerikanischen Wettbewerber sieht, der da sich in der Nähe von der Großstadt, da sitzt sicherlich auch. Also es geht schon darum, glaube ich, in dieser Generation, wo wir auch uns mehr Wettbewerb sehen werden um die besten Arbeitskräfte der Welt, um die besten Softwareleute der Welt. Und da, finde ich, hätte Wolfsburg schon noch Potenzial. Ein Punkt, den mir immer wieder auffällt, ich finde, die Stadt ist halt in der Innenstadt, sie hat keinen so einen eindeutigen Stadtkern, ist ein bisschen zersiedelt. Es ist viel Attraktivität, aber es fehlt so ein schöner Stadtkern, finde ich, der auch am Wochenende belebt ist. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde schon, für das, was wir in Summe hier in Wolfsburg haben, ist es da, hätten wir Potenzial. Das ist mir auch ein Anliegen. Da gibt es ja auch Überlegungen dazu, die Innenstadt zu belegen. Und ich fände es schon super, wenn wir in die Porsche-Straße mehr Leben reinbekämen. Vielleicht in die Achse da von der Porsche-Straße in die Autostadt rein. Das fände ich schon noch wichtig, dass die Stadt auch am Wochenende attraktiver würde. Ja, das führt schon dazu, dass man dann halt häufig gerne mal an die See fährt oder in Harz und so, wobei es vielleicht in Wolfsburg auch schön wäre. Es gibt ja durchaus Pläne, Sie haben es gesagt, die Volksbank Bravo will einiges investieren hier in der Stadt. Die Schillergalerie soll umgestaltet werden, der Nordkopf soll umgestaltet werden. Die Frage ist immer nur, wann. Ja. Und natürlich das ganz große Thema ist die Umgestaltung des Nordkopfs über den Hauptbahnhof bis hin zur Heinrich-Nottorf-Straße. Im März 2019 war eine große Auftaktveranstaltung, sage ich mal, mit der Stadt, mit VW und dem Investor Signa. Ja. Ein neues Stadtquartier soll hier im Norden entstehen mit Büros, Einzelhandel, Gastronomie, Hotels. Nur getan hat sich bisher nichts. Manfred Günterberg, der Vorstand der Wolfsburg AG, hat damals gesagt, wir wollen ein neues Herz von Wolfsburg entstehen lassen mit dem Stadtquartier. Wann hören wir denn dieses Herz das erste Mal langsam pochen? Ja, das ist eine gute Frage, die mich auch betrifft. Weil, also erstmal fand ich dieses Anliegen und auch meinen großen externen Investor wie Benko, der ja hinter Signa steht, der schon in vielen Städten große Engagements getätigt hat, die dann auch dazu führten, dass sich eben gerade Innenstädte beleben. Ich habe das in Österreich an verschiedenen Standorten gemacht, aber nicht nur da, auch deutsche Städte haben davon profitieren können. Und das Konzept ist immer eigentlich ein sehr ähnliches. Es wird einfach Lebensqualität geschaffen durch Investitionen, durch neue Dinge. Dadurch belebt sich das, dadurch erfährt er auch eine Wertsteigerung dann. Das ist so das Geschäftsmodell, da ist aus meiner Sicht auch nichts Schlechtes dran. Nur als ich das erste Mal gesehen hatte, die Pläne, hatte ich doch Bedenken. Und zwar deswegen, weil das ganze Vorhaben starten sollte am Mittellandkanal, aber eben relativ weit stadtauswärts. Dort, wo die Tunnelschenke ungefähr ist, da bei Bruno, da sollte das Ganze beginnen, zunächst mit Bürohochhäusern und dann auch mit einem Quartier, das sich da drum entwickelt. Und da war ich nicht einverstanden damit. Weil ich sage mal, das ist ja eigentlich genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja eigentlich nicht nochmal irgendwo ein Zentrum schaffen in Wolfsburg, wo sich das nochmal verteilt, sondern eigentlich wollen wir das Zentrum attraktiver machen, die Achse der Porsche-Straße. Das war auch dort vorgesehen, aber hatte dort niedrige Priorität, also wurde nach hinten geschoben und erst sollte eben so ein neues Bürogebäude da entstehen, im Wesentlichen Büro, das wir dann mieten sollten. Und das fand ich nicht als den richtigen ersten Schritt. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil das hätte dann drei, vier Jahre gedauert und dann hätte sich das weiter Richtung Stadtzentrum entwickelt. Und dazu kommt, dass es auch für unsere Mitarbeiter nicht unumschränkt positiv gewesen wäre, weil es die Parkplätze reduziert hätte, insbesondere die Parkplätze, die wir am Bahnhof haben, die sehr gut nachgefragt sind, die für unsere Mitarbeiter auch sehr wichtig sind, die da mal nach Berlin pendeln, die hätten wir oder müssten wir reduzieren, um 30-40% dann auch in Tiefgaragen einbringen, was natürlich sehr teuer würde. Also ich war mit dem Konzept nicht einverstanden. Das Anliegen finde ich super, finde ich gut. Ich finde es auch gut, dass ein externer Investor sich da engagiert. Das ist, kann man gar nicht hoch genug loben. Und ich glaube, dass unter der Führung von Gunnar Kilian da mittlerweile auch so ein Umdenken erfolgt ist. Man hat jetzt eine andere Priorisierung gefunden. Man möchte eben im Stadtzentrum beginnen. Und dann würde ich das sehr gerne unterstützen. Und auch so schnell wie möglich. Weil ich halte das wirklich für den kritischen Punkt in Wolfsburg,
Stadtzentrum, Leben reinbringen in die Stadt, Cafés, Restaurants, planieren. Die Büros, die dort geplant sind, die halten Sie nach wie vor auch für notwendig? Das ist ein guter zweiter Punkt, den Sie ansprechen. Wir haben natürlich jetzt in Corona gelernt, dass wir mit weniger Anwesenheit zu tun haben. Es werden nicht mehr alle immer im Büro sitzen, nicht mehr alle, jeder hat einen Arbeitsplatz. Und dazu kommt, dass wir natürlich auch baulich jetzt viel vorhaben in Wolfsburg. Wir bauen ja das gesamte Werk um in den nächsten oder bis 2030, in den nächsten 6-7 Jahren. Da entsteht ein neues Entwicklungszentrum mit über 5000 Arbeitsplätzen. Wir bauen das Werk außerhalb nochmal neu in einem Standort. Also da ist sehr viel jetzt auch an strukturellen Veränderungen im Werk erforderlich. Und da muss man natürlich nochmal hinterfragen, brauchen wir wirklich nochmal 2.000 oder 3.000 Arbeitsplätze? Aber aus meiner Sicht ist das untergeordnet, die Frage. Wir wollen Investitionen in die Stadt. Und wenn wir das unterstützen können von Volkswagen, dann werden wir das auch tun, wenn es an der richtigen Stelle ist. Also nochmal nachgefragt, weil wenn wir bei Stadt und Siegner nachfragen, dann heißt es immer, wir sind in Gesprächen, nur man sieht halt leider nichts. Ja. Das heißt, in der Tat, Sie wissen auch, dass dort dran gearbeitet wird und man kann davon ausgehen, es war immer von einer Planungsphase von 2-3 Jahren erstmal die Rede, die ist jetzt abgelaufen, die Zeit. Klar, durch Corona hat sich einiges erschwert, aber da ist noch Dampf auf dem Kessel, was das Thema angeht. Ja, doch, weil es gibt ja auch wirklich Verfechter und Vertreter. Gunnar Kilian schiebt es ganz stark an. Das Projekt ist sehr engagiert. Aber wir müssen einfach Rahmenbedingungen schaffen, die dann auch akzeptabel sind. Es muss finanzierbar sein für uns und es sollte an der richtigen Stelle beginnen. Und für Benko muss es natürlich auch attraktiv sein. Es sind auch ein paar Planungsthemen aus meiner Sicht noch zu lösen. Da ist zum Beispiel vorgesehen, den Bahnhof zu überbauen, teilweise zu überbauen. Das muss man mit der Bahn klären. Das sind schon lange Genehmigungsprozesse. Aber ich habe mitgenommen, dass die Signa auch schon investiert ist ja hier in Wolfsburg. Also von daher gibt es da schon ein Commitment und man muss jetzt eben schauen. Gunnar wollte nochmal in den Vorstand kommen, eben mit der Flächenbilanz. Wie viele Flächen brauchen wir? Wie viel können wir zusätzlich anbieten hier? Wir haben ja viele Mietflächen. Kann man das konsolidieren, sodass man eben mehr bei Signa mietet? Und ich würde mir schon vorstellen, dass man in den nächsten Monaten da zu einer Entscheidung kommt. Ja. René Benko ist ein Landsmann von Ihnen, auch Österreicher. Ja, gibt es da einen Draht zwischen Ihnen oder hat man da keinen Kontakt? Das ist, das darf man mir nicht unterstellen. Ich bin da sehr kritisch. Ja. Nicht nur Sie. Aber ich möchte auch nochmal sagen, man darf das auch nicht, so ein Investor, sieht man immer dann, mein Gott, wie reich ist der denn jetzt geworden? Aber das, was er da hinterlassen hat, er hat ja Innenstädte auch gesamthaft saniert und so, das führt dann schon auch zu mehr Lebensqualität. Also das Anliegen ist schon ein positives. Also, und dass da einer damit Geld verdient, ja, mein Gott. Das ist richtig, nur er ist ja auch viel in Projekten oder macht Projekte in Städten wie New York, die vielleicht eine andere Bedeutung haben als unser Wolfsburg hier vor Ort. Deshalb besteht da ja schon so ein bisschen die Sorge, dass Wolfsburg trotz der großen Ankündigungen am Ende vielleicht hinten runterfällt? Ich glaube das nicht, weil er ist ja, ich glaube, die Signa ist ja schon engagiert hier, also man hat sich schon investiert, also von daher ist er schon committed. Man hat eine Vorplanung gemacht, die hat Geld gekostet. Ich glaube schon, dass man mit ihm zurande kommen kann, zurechtkommen kann, aber er muss sich eben auch dann an unsere Forderungen anpassen. Ne? Okay. Ja. Gut. Wechseln wir mal das Thema, kommen wir mal zum Trinity-Werk. Ja. Ein Projekt, was ja offenkundig ein bisschen schneller zu gehen scheint als Nordkopf. Hoffentlich. Da soll im Frühjahr 2023 der erste Spatenstich sein und 3 Jahre später das erste Auto vom Band rollen. Und wenn ich das richtig verstehe, ich bin kein Autobauer, dann sollen die Produktionszeiten eines Autos sich dann auch halbieren. Ja, etwa. Wie viele Arbeitsplätze werden Sie denn in der Produktion dann noch brauchen? Ja, um die Arbeitsplätze im direkten Bereich mache ich mir eigentlich nicht so viel Sorgen, weil alle unsere Planzahlen eigentlich davon ausgehen, dass wir eine sehr stabile Beschäftigung haben. Wir haben ja rund 12.000 direkte Mitarbeiter hier in Wolfsburg und da zeigt eigentlich so die Prognose, auch mit den Investitionen, die wir jetzt ja auch alle tätigen, dass wir da trotz höherer Produktivität, aber natürlich auch, wir wollen auch Wachstum erzielen, schon eine Chance haben, die Beschäftigung in etwa zu halten. Ja, vielleicht ein bisschen weniger, aber wir haben natürlich auch Zeit, bis 2030 uns da anzupassen.
Also das, wir haben auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, ja eher Schwierigkeiten, genügend Arbeitskräfte zu bekommen mittlerweile. Also um die direkte Beschäftigung in Wolfsburg machen wir nicht so viel Sinn. Wichtig ist, dass wir wettbewerbsfähig bleiben, ne? Weil letztlich entscheiden wir das nicht, sondern die Kunden. Und da kriegen wir halt jetzt mit unserem großen amerikanischen Wettbewerber da in Grünheide schon ernstzunehmenden Kunden, ne? Der da auch eine eben hohe Produktivität vorlegen wird. Und mit dem müssen wir im Wettbewerb mithalten. Wenn wir das tun, dann, glaube ich, brauchen wir uns um die Arbeitsplätze keine Sorgen zu machen. Okay. Bei den Anwohnern in Warmenau und Brackstedt gibt es Bedenken, weil relativ viel bisherige Naturfläche versiegelt werden soll. Wie können Sie die beruhigen? Ja, ist immer. Natürlich werden wir das auch mit kompensieren, mit Renaturierungsprojekten um Wolfsburg rum. Da gibt es ja schon zahlreiche, die wir auch finanzieren, weil wir immer wieder solche Versiegelungsthemen haben. Wir werden dafür auch dann versuchen, natürlich im Werksgelände vielleicht an der einen oder anderen Stelle eben zurückzubauen, wo wir es nicht mehr brauchen dann. Also da versuchen wir unser Möglichstes. Ich darf aber nochmal dafür werben, diese Entscheidung, und ich muss wirklich sagen, also unter Ralf Brandstätter, der das ja vorgeschlagen hat, ich finde es extrem wichtig für Wolfsburg, weil ich glaube einfach nicht, dass wir langfristig in den Werkstrukturen, die ja jetzt mittlerweile doch 70 Jahre alt sind, ne, baulich, aber auch Infrastruktur, aber auch von dem, wie wir dort arbeiten, ist einfach nicht auf dem neuesten Stand. Und ich glaube nicht, dass wir in den bestehenden Werkstrukturen eine Chance hätten, mit den neuen Wettbewerbern mitzuhalten. Die gehen da eben sehr, ist einfach, ne, wenn Sie so eine neue Maschine haben, dann läuft die einfach besser, ist einfach produktiver wie eine alte Maschine, die eben 70 Jahre auf dem Buckel hat. Und da wurde schon viel untersucht, das ins Werk zu integrieren, aber man hat einfach strukturelle Nachteile. Ne? Man muss die Autos von einem Teil im Werk ins andere transportieren, man muss durch bestehende Lackieranlagen. Und dann ist man im Wettbewerb chancenlos. Und wenn dann da dann 30% Produktivitätsnachteil gegenüber einem Wettbewerber stehen, dann sage ich, dann sind die Arbeitsplätze schon verloren. Ja. Und deswegen begrüße ich das sehr, dass man sich da durchgerungen hat. Dann gab es natürlich auch Alternativen. Man hat einen Standort in Königslutter untersucht. Es gab auch Überlegungen, sagen wir, über die Landesgrenze zu gehen, kurze Zeit. Aber ich glaube schon, dass in Summe das Beste eben dieser Standort nah am Werk ist. Man kann dann die Strukturen nutzen. Und natürlich um den Preis, dass man dort Landschaft auch versiegeln. Ich habe nochmal angeregt und würde mich auch freuen, das kann man auch architektonisch gut und schlecht machen. Man kann das einbetten in eine Landschaft, und ich würde mich da auch nochmal dafür stark machen, dass man es eben architektonisch gut macht, einbettet, auch so macht, dass wir keine Geräuschemissionen haben oder sehr eingeschränkt in die umliegende Besiedlung da. Also ich glaube schon, dass es heute gut gelingen kann. Es ist auf jeden Fall für den Standort Wolfsburg die viel bessere Entscheidung, weil es uns einfach wettbewerbsfähig hält und damit auch Arbeitsplätze hält hier in Wolfsburg. Was wird denn dann perspektivisch mit dem bisherigen Werk, mit dem Stammwerk? Ja, wir sind ja, ne, wir haben ja, die Elektrifizierung kommt ja nicht von heute auf morgen. Wir haben jetzt auch beschlossen, den ID3 hier in Wolfsburg einzurüsten, der schon auch im Jahr 23 hier anlaufen soll, auch mit einer sehr guten Nachfrage. Und wir werden auch im Jahr 2030 noch Verbrenner bauen. Und nicht zu wenige. Wir haben einen Tiguan, der jetzt bald in einer neuen Version, in der nächsten Version, die wird 7 Jahre laufen. Wir haben beim Golf noch viel vor. Und dann kommen eben zusätzlich diese Elektrofahrzeuge, die wir heute nicht hier machen. Und von daher wird Wolfsburg, zumindest in meiner Perspektive, gut ausgelastet sein mit hybriden, elektrifizierten Fahrzeugen und dann den neuen Elektrofahrzeugen am Standort. Okay. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Bauen auf der grünen Wiese und das Thema drumherum Anbindung drauf eingehen. Es ist ja nicht nur, dass da ein Riesenwerk entsteht für 2 Milliarden Euro. Der Campus Sandkamp wird ganz in der Nähe gebaut.
So, wie stellen Sie sich vor, wie kann das Ganze angeschlossen werden? Die B188 soll ausgebaut werden, muss ausgebaut werden, das ist klar. Ja. Es wird ja sicherlich auch eine Verbindung vom alten Werk ins neue Werk geben müssen. Ja. Auch da ist viel Versiegelung, die dort verloren gehen oder die dort erfolgen kann. Und in dem Zusammenhang auch noch, stand jetzt erst am Wochenende zu lesen, dass der Ausbau der A39 sich auch bis Mitte 2030er Jahre noch hinziehen kann, was ja für VW auch extrem wichtig ist, der Ausbau der A39. Wie kann das aussehen in Zukunft? Wie kommen die Mitarbeitenden ins Werk, in die Werke, egal ob jetzt Campus Sandkamp, ja. Muss da vielleicht noch eine Bahnhaltestelle gebaut werden? Gibt es bis dahin vielleicht andere Formen der Mobilität? Also das Ganze, was sich dort ja abspielt im Norden Wolfsburg, könnte ja im schlimmsten Fall, und das kennen wir ja von Vor-Corona-Zeiten, zu einem riesigen Verkehrskollaps führen rund um die Gegend dort. Ja, das glaube ich eigentlich nicht, weil wir eher natürlich durch so einen zweiten Standort, der danach angeboten wird, Richtung A39 eine Entzerrung bekommen, na, dass wir eben den heutigen Verkehr. Der Verkehr wird auch nicht zunehmen. Na, wir haben ja nicht per se vor, es werden nicht mehr Mitarbeiter sein 2030. Also glaube ich kaum, na, weil die Produktivität einfach steigen wird, auch in den Verwaltungsbereichen. Und dann ist eher diese Aufteilung auf zwei Standorte wahrscheinlich eine Entzerrung für die jetzigen Knotenpunkte. Dass die A39 so spät ausgebaut wird, finde ich wirklich schlecht. Ja, weil das wäre wirklich ein Anliegen auch für Wolfsburg hier, für die Wolfsburger da nach Norden schneller zu kommen an die See. Da fahren ja viele hin. Und ich finde es jedes Mal sehr belastend. Und ich sage ganz ehrlich, das ist auch ein Thema, das ich mit der Landesregierung schon häufiger angesprochen habe. Das geht zu langsam. Ich finde die A39 Richtung Norden, die bräuchten wir einfach. Ja. Diese ganzen Ortsdurchfahrten, die man da hat, wenn man nicht über Hamburg fährt, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und das wäre auch in vielen anderen Bundesländern, hätte das eine höhere Priorität. Also da, finde ich, werden wir nicht gut behandelt von der Landesregierung. Ja, es zieht sich ja seit vielen Jahren hin. Es zieht sich seit vielen Jahren und ich immer nur, dass auch unerträglich, wenn man sagt, bis 2030 werden wir das nicht schaffen. Dass die Kosten sich verdoppeln und verdreifachen. Inzwischen sind wir bei über 1,2 Milliarden Euro, glaube ich. Und, trotzdem wäre es wert, finde ich. Na, weil das ich glaube schon, die Lebensqualität hier in Wolfsburg und dann auch die Zugänglichkeit des Standorts deutlich verbessern würde. Mhm. Ja. Okay. Wäre mir schon ein Anliegen. Ja. Werde ich auch immer wieder vorbringen beim Ministerpräsidenten. Ja. Ja. Was ist denn das Thema mit dem Thema, was ich gerade sagte, Zugverkehr zum Beispiel? Ist das denkbar, dass man da noch auch was macht? Die Weddeler Schleife wird jetzt ja gerade auch ausgebaut. Das ist auch schon mal ein wichtiger Schritt, der auch viele Jahre gedauert hat. Ist da noch was denkbar, dass man noch eine Zwischenhaltestelle einbaut? Das ist ja auch immer das Thema. Also wir haben Fallersleben Hauptbahnhof, aber Sandkamp ist immer im Gespräch. Sehen Sie da auch eine Möglichkeit, noch für Entlastung zu sorgen? Ich glaube, dass man das ernsthaft diskutiert, jetzt im Rahmen des Werksausbaus auch. Na, also da solche Dinge kann man schon, aber große infrastrukturelle Maßnahmen darf man von der Bahn jetzt auch nicht erwarten. Die sind ja auch sehr planungsintensiv. Und deswegen, glaube ich, sind wir gut beraten, auch an das Auto und die Zukunft des Autos zu glauben, weil die Bahn wird uns das nicht alles abnehmen. Aber das Auto wird natürlich sehr viel attraktiver. Wir werden, die Autos werden elektrisch fahren, nachhaltig, emissionsfrei, mit grünem Strom und werden dann, wenn wir Richtung 2030 gehen, auch wahrscheinlich, mit großer Wahrscheinlichkeit auch autonom fahren können, sodass wir uns fahren lassen können, auch über längere Strecken. Und dadurch kriegen wir nochmal eine höhere Attraktivität für dieses Verkehrsmittelauto. Auch gegenüber der Bahn. Die Bahn hat heute 18 Gramm CO2 pro Kilometer. Das Auto dann wird weniger haben, ja, in voll elektrisch. Und von daher ist es dann eher eine Frage der Infrastruktur, die wir brauchen. Wir brauchen die Straßen, wir bräuchten eine A39, wir brauchen den Ausbau der Bundesstraße zum Werk, um dann eben die Mobilitätsbedarfe abdecken zu können. Aber ich glaube nicht, dass es ein ernsthaftes Problem wird, weil Wolfsburg ja auch heute auch bei Vollbeschäftigung damit zurechtkam. Ne? Mit Engpässen, die beseitigt werden müssen, aus meiner Sicht auch die Strecke nach Braunschweig, ist auch ein weiterer Engpass. Aber auch dem kann man entgegnen, indem man Wolfsburg attraktiver macht. Ne? Viele unserer Führungskräfte leben in Braunschweig, ne? Und pendeln. Ne? Das Pendeln von Braunschweig hierher ist schon
eine große Belastung für viele. Ne? Und in dem Maß, wo Wolfsburg attraktiver wird, es werden immer wieder auch Bauflächen ausgewiesen, glaube ich, können wir auch den Pendelverkehr nach Braunschweig reduzieren. Das heißt, Sie halten es nach wie vor für wichtig, dass Wolfsburg die vor vielen Jahren, ich glaube 2012, angefangene Wohnbauoffensive mit 10.000 Wohnungen war das Ziel bis 2025 von unserem ehemaligen Oberbürgermeister Klaus Mohrs noch ausgerufen, dass diese Wohnbauoffensive fortgesetzt wird. Also wir brauchen weiterhin attraktiven Wohnraum. Es gibt ja auch durchaus Stimmen in der Stadt, die sagen, wir haben hier überplant, was Wohnungen angeht. Es gibt einige Quartiere, die leer stehen, viele hochpreisige Quartiere auch. Ja. Was ist da aus Ihrer Sicht nötig für Wohnraum hier in der Stadt? Aber ich glaube, umso wichtiger ist es, dass wir die Stadt noch attraktiver bekommen. Ne? Weil wenn wir hier eben auch am Wochenende eine belebte Innenstadt hätten, dann würden viele sich fragen, ob es sich wirklich lohnt, nach Braunschweig zu ziehen mit der Familie. Ne? Also würden sich eher hier niederlassen, weil am Angebot liegt es ja nicht, wir haben ein tolles Kulturangebot, Sportveranstaltungen und so. Es liegt schon so an der Gesamtattraktivität der Stadt und dazu braucht man dann Bauflächen, die ausgewiesen werden, vielleicht nicht nur Wohnungen, sondern auch Einfamilienhäuser. Ich glaube, dass da die neue Stadtregierung auch einen Schwerpunkt setzen will. Und das tut Wolfsburg gut. Je mehr Leute hier in der Nähe wohnen, desto weniger belasten wir die Infrastruktur und desto attraktiver wird die Stadt selbst. Wollen Sie denn die Fachleute, diese Software-Experten, ITler und so, wollen Sie die denn auch in die Stadt, wollen Sie die hier gerne herlocken oder die können ja theoretisch auch von Berlin und aus jedem Standort dieser Welt vielleicht ihre Arbeit machen, aber wollen Sie die wirklich hier vor Ort auch haben? Ist das Ihr Wunsch? Ja, man braucht die schon auch vor Ort. Na, da wird sehr viel, ist schon richtig, wird sehr viel verteilt gemacht. Na, die Karriere unserer Software Unternehmen ist sehr verteilt in Ingolstadt, in München, auch in Tschechien, in Portugal. Aber man braucht natürlich vor Ort auch relativ starke Mannschaften, die Integration ins Fahrzeug machen, die eng zusammenarbeiten mit der technischen Entwicklung. Da wird auch viel getan. Auch Gunnar Kilian setzt sich da stark dafür ein, dass wir hier Software-Schulen ansiedeln, Universitäten. Auch dafür ist die Attraktivität vom Standort entscheidend. Natürlich werden auch immer welche aus Berlin pendeln. Ist auch gut, ne? Wir haben eine Bahnstrecke da. Aber je attraktiver wir sind, desto leichter bekommen wir die Leute hierher. Die müssen nicht alle hier sein, aber ein paar Tausend brauchen wir. Ja. Wechseln wir mal ganz kurz das Thema zu Carriot. Ja. Einem Bericht des Handelsblatts zufolge knirscht es bei der Software-Tochter. Und tatsächlich ist da von einem Software-Chaos die Rede. Können Sie da Licht ins Dunkel bringen? Ja, glaube ich schon. Man muss vielleicht ein paar Aspekte dabei ansprechen. Dieser Aufbau der Softwarekompetenz, und so, wir sagen Software, aber es geht um die Elektrik, Elektronik des Fahrzeugs in Verbindung mit Software. Das ist der größte Wechsel, der größte Umbruch, den die Automobilindustrie meistern muss. Viel mehr als der Wechsel vom Verbrenner zum Elektrofahrzeug. Weil das Fahrzeug eben zukünftig sowas Ähnliches wird, wie Sie es hier gewohnt sind mit Ihrem Smartphone, ne, das praktisch pausenlos neue Fähigkeiten bekommt, neue Apps bekommt, das upgedatet wird, das übrigens auch besser fahren können wird von Woche zu Woche, ne, weil das Fahrzeug lernt. Das ist schon ein Umbruch, der für unsere Industrie eine ganz große Herausforderung ist, weil wir bisher natürlich Software auch kaum selbst gemacht haben. Das hat der Bosch, der Conti für uns gemacht, wir haben das gekauft mit den Rechnern, haben das zusammengebracht im Auto und dann zum Laufen gebracht. Und wenn die Autos dann ihren SOP, ihren Start der Produktion hatten, dann haben wir das auch nicht mehr angefasst über die Laufzeit des Autos, sondern dann haben wir eine neue Software gemacht für ein neues Auto, gemeinsam mit den Zulieferern. Und dieser Umbruch ist dramatisch und auch ein bisschen traumatisch für unsere Industrie. Und wir hatten, Sie haben das alle mitbekommen, schon große Probleme in den Anläufen vom ID3, vom Golf in der letzten Generation, aus diesem Grund. Diesen hohen Bedarf an Softwarefähigkeiten, die wir hier natürlich auch kaum haben, auch in der Entwicklung. Wir haben dort nur eine Eigenleistung von vielleicht 10-15% heute. Der Rest kommt von Zulieferern. Also, das Projekt heißt, diese Fähigkeiten, und man kann das in Zukunft nicht mehr von Zulieferern kaufen. Und zwar deswegen nicht, weil sie natürlich hier
erwarten, dass wenn sie eine neue Software da drauf bekommen, dass die vom Hersteller ist, ne? Das, weil der Hersteller haftet dafür. Ne? Sie können nicht sagen, gut, da hat jetzt auf mein Auto hat das der Bursche eine Software gespielt, ne? Weil sie haben die Verantwortung dafür. Und da kann viel passieren, da kann das Auto stehen bleiben, das Auto kann ein Sicherheitsthema haben. Ne? Das heißt, man muss dieses Thema Software im Auto in Zukunft selber beherrschen. Selber heißt, VW muss in der Lage sein, die Software ins Auto zu schicken, dafür gerade zu stehen und die nötigen Apps und Dienste da reinzubekommen. Und dazu müssen wir neue Fähigkeiten aufbauen. Das haben wir gestartet mit der CARIAD, haben dort, glaube ich, mittlerweile 15 Softwareunternehmen gekauft, haben mit einigen der First Tiers, also Bosch, Conti, Partnerschaften, um dieses Know-how einzukaufen, zu übernehmen. Aber das ist in Summe natürlich ein Projekt, das wird 2 Lebenszyklen dauern. 15 Jahre, vielleicht 10. Na, weil wir müssen im Prinzip all das, was heute ein Bosch kann und ein Conti, und die können viel, ne? Die haben 30 Jahre Erfahrung, ein Bosch, ein Conti oder auch ein LG, was die heute können, Teil davon müssen wir selber können. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Aber das ist auch ein Programm, das eben noch Jahre dauern wird, das auch noch Milliarden verschlingen wird, weil wir zusätzliche, das kann man auch nicht nur selbst aufbauen, sondern wir müssen noch mehrere Einheiten zukaufen und es wird eine Zeit lang dauern. Das ist aber, dass wir gut unterwegs sind, finde ich schon, wenn man jetzt sieht, wie uns nach den schwierigen Anläufen, jetzt beim ID zum Beispiel, doch jetzt gelingt, und wenn Sie das lesen in der Presse mal, wie begeistert doch die Leute jetzt sind vom ID Buzz, der die gleiche Software hat, aber jetzt in einer höheren Reifestufe, 3.0 heißt die, die jetzt eine ganz tolle Sprachbedienung hat, die ähnlich wie die Teslas auch Straßendaten aufnehmen, die werden verarbeitet und die Fahrzeuge werden im Prinzip im 12-Wochen-Rhythmus immer besser. Also da ist uns schon viel gelungen. Und man sieht auch, dass dann, man sieht es jetzt auch an dem Anlauf von dem ID Buzz, der dann schon völlig reibungslos funktioniert, weil wir eben die Software schon fertig haben zum Anlauf des Fahrzeugs. Ich bin der Meinung, dass wir eigentlich in Summe gut unterwegs sind, aber man muss sich einfach immer wieder vergegenwärtigen. Das ist ein Thema, das wir nicht in dem Jahr oder im nächsten Jahr und auch in 5 Jahren noch nicht endgültig gelöst haben werden. Hat auch bei unserem amerikanischen Wettbewerber 3 Modellzyklen gedauert. Der hat am Anfang auch begonnen mit den typischen First Tiers, wie man die ja nennt, in Amerika zu arbeiten. In der zweiten, das war noch beim Model S, in der ersten Generation dann beim Model 3, hat er das schon selbst gemacht, hat aber noch mit Technologieunternehmen gearbeitet, Nvidia, Mobileye und selbst die sind mittlerweile raus und er macht das Chip-Design selbst. Er ist also heute in der Lage, unser amerikanischer Wettbewerber Software, Hardware selber zu definieren. Da kommen wir auch hin, aber nicht von heute auf morgen. Und anstatt das zu kritisieren, was da noch zu tun ist, würde ich die da kritisieren, eben einladen. Lieber mitarbeiten, mithelfen, dann schaffen wir das nämlich gemeinsam schneller, als uns zu beklagen über das, was noch nicht funktioniert. Bislang ist der Zeitplan da, dass der Audi Artemis 24 starten soll und Trinity 26. Bleibt es bei dem Zeitplan? Ja, Trinity 26 auf jeden Fall. Und was ist mit 24 und Audi? Da muss sich Audi nochmal dazu äußern. Da ist natürlich, jetzt muss man auch dazu sagen, da geht es jetzt nicht nur um Software, sondern Sie müssen sich vorstellen, das werden Autos sein, in denen man dann das Steuer ganz loslässt und sich schlafen legt. Ja, also es ist schon, da ist schon, und da geht es eben dann nicht nur darum, das Auto fahren zu machen, sondern Sie müssen dann auch den schlafenden Passagier sichern in dem Auto. Ne? Der sitzt dann nicht, sondern liegt leicht im Auto. Das heißt, Sie brauchen ganz andere Rückhaltesysteme, Gurtsysteme. Also da ist schon viel zu tun. Trinity läuft 26 ab. Gut, schönen Dank. Markus. Marke, VW ist ja auch immer ein Thema. Sie selber waren Markenvorstand. Ja. Ist kein Geheimnis, dass Sie sich da eine höhere Rentabilität wünschen würden. Wie kann das denn gelingen? Und Sie haben jetzt auch, wird es ja einen Wechsel auch geben, der Thomas Schäfer wird Markenchef werden. In dem Zusammenhang gleich die Frage, welche Erwartungen haben Sie denn an ihn?
Ja, Sie haben es schon angesprochen. Also das Thema Rendite ist schon wichtig. Weil Sie müssen einfach sehen, in unserem Geschäft, wir haben so hohe, und Sie lesen es ja vor, ne? 2 Milliarden für ein neues Werk. Wir haben so hohe Investitionen in unserem Geschäft, dass man 4% Rendite braucht, einfach um die Ersatzinvestitionen zu tätigen. Ne? Also 4% ist das, dann kann man ein Unternehmen noch nicht entwickeln. Wenn Sie ein Unternehmen in neue Geschäftsfelder entwickeln wollen, nach Amerika investieren, brauchen Sie mindestens 6% Rendite. Also das ist möglich, ne? Die Wettbewerber zeigen das. Und die Marke Volkswagen hat viel erreicht, finde ich. Ne? Ist jetzt positiv in den USA, verdient seit vielen, vielen Jahren erstmal wieder Geld in den USA. Hat in Lateinamerika nach vielen Jahren Turnaround hingelegt und verdient wieder Geld in Lateinamerika, in schwierigen Zeiten. Ne? Und da ist schon viel erreicht worden mit neuen Produkten, mit SUVs, die sehr reüssieren, hat auch in Europa die Margen verbessert. Aber dennoch läuft Volkswagen noch nicht auf dem Niveau der Wettbewerber. Ne? Die sind da noch ein bisschen stärker zum Teil, sind auch an der einen oder anderen Stelle kostenbewusster. Was uns noch gelingen muss, ist die Synergien besser zu heben zwischen dem Skoda, dem Seat, dem VW, den Volkswagen-Nutzfahrzeugen. Ich glaube, da ist noch Potenzial. Und so werden wir den Thomas Schäfer da losschicken. Nach der guten Vorarbeit, die Ralf Brandstätter da geleistet hat, den Thomas Schäfer da losschicken, da noch mehr Synergien zu holen, besser zusammenzuarbeiten, weniger Wettbewerb zwischen den einzelnen Marken, mehr Zusammenarbeit. Und dann ist es, glaube ich, schon möglich, auch mit der Marke VW, nachdem viele Probleme ja schon beseitigt sind, ne, auch auf dieses Niveau von 6-7% zu kommen, das sich die Marke ja vorgenommen hat. Ne. Ich glaube, es wird möglich sein. Gehört auch dazu Kostendisziplin, ne, gehört auch dazu, dass mit der Verwaltung schneller wird, dass man an der einen oder anderen Stelle auch nochmal restrukturiert. Es gibt jetzt ein Projekt, was man in Dresden noch verbessern will, um Dresden umzubauen. Also die Marke hat viel im Köcher, aber muss sich wirklich anstrengen, diese Renditeziele zu erreichen. Ne? Weil wir haben schon auch Risiken. Wir wissen nicht, wie gut China laufen wird in der Vergangenheit. Bis heute überweisen natürlich die Marken aus dem Süden hohe Beträge nach Wolfsburg. Ne? Audi, Porsche, wir kriegen viel Geld aus China. Aber wir müssen schauen, dass wir selbst auch genug Geld verdienen, um robust zu sein. Deswegen ermutige ich da immer sehr stark, noch mehr zu tun. Ich glaube, der Schritt jetzt, neues Werk in Wermenau, ist ein guter Schritt. Und dann sicherlich auch diese Neustrukturierung Konzernmarke, die Marke so aufzustellen, dass sie wirklich selbstständig agieren kann und dann auch die Synergien holen kann. All das sind Schritte. Und bin mir sicher, dass Thomas Schäfer da mit großer Energie den nächsten Schritt macht. Ja. Die Marke hat es auf jeden Fall im Körper. Die Marke ist stark, die Marke ist bei Elektrofahrzeugen Weltmarktführer geworden, na, oder sagen wir hinter Tesla in Europa Weltmarktführer, aber in Europa Marktführer, aber im Weltmarkt hinter Tesla, hat auch extreme Wachstumspotenziale noch. Wir sind stark in Zukunftstechnologien investiert, haben 21 Milliarden jetzt hier in Niedersachsen zwischen Salzgitter, Braunschweig, Kassel investiert in den nächsten Jahren. Wir haben tolle Produkte, die jetzt kommen, die nächste Generation Tiguan, Golfüberarbeitung, die Elektrofahrzeuge, jetzt Anlauf dieser Limousine in Emden, Umbau Emden mit 1 Milliarde. Es gibt kaum eine Marke weltweit, die so viel tut, die so viel vorhat. Ja? Amerika saniert, Lateinamerika saniert, jetzt haben wir dieses große Thema in Russland, da müssen wir schauen, dass wir das bewältigen können. Aber die sind gut unterwegs. Ja. Welche Sorgen oder wie groß sind denn Ihre Sorgen, was das Thema Lieferschwierigkeiten angeht? Zurzeit wartet man ja durchaus länger auf sein Auto, was verschiedene Gründe hat. Halbleitermangel, Bordnetze, den Krieg haben Sie gerade erwähnt. Das heißt, man will ja Geld verdienen, aber man muss auch die Autos liefern können. Ja. Wie sehen Sie die Problematik? Ja, macht mir schon große Sorgen, weil Sie einfach die Krisen werden ja nicht weniger, sondern mehr derzeit. Und bisher verteidigen wir uns da ganz gut. Ich sage mal, der Murat Axel macht, was er kann mit seinen Taskforces, um die Halbleiter zu sichern. Da, glaube ich, gibt es ab der Jahresmitte eine deutliche Entspannung. Wir haben da
gute Verträge gemacht. Ich war letzte Woche nochmal in Taiwan mit Lieferanten und da haben wir gute Zusagen, dass wir in der zweiten Jahreshälfte da deutlich zulegen können an Produktion. Wir haben dann durch den Russlandkrieg Versorgungsschwierigkeiten aus der Ukraine. Ein Großteil der Kabelbäume, nicht nur für uns, aber auch für uns, kommt aus der Westukraine. Dort wird gearbeitet, ne? Die Fabriken laufen, aber eben nicht auf voller Kapazität. Das führt zu Einschränkungen. Wir haben aber Pläne vor, diese Fertigungen an anderer Stelle aufzubauen, die sich jetzt im Laufe des Jahres entwickeln, sodass ich auch da davon ausgehe, dass wir, selbst wenn der Krieg anhält und andauert, wir da auch in der zweiten Jahreshälfte im Wesentlichen durch sein werden. Dann bleiben natürlich weitere Krisenherde. Wir haben in China eben diesen Covid-Ausbruch, der mir momentan die größten Sorgen macht, weil dort zwei Drittel unserer Werke momentan stehen. Wir hoffen, dass wir im Mai wieder anlaufen werden, dann Ende Mai wieder vielleicht zur vollen Kapazität zurückfinden, wenn alles gut läuft. Und das natürlich hat dann die Gesamtsituation der Welt auch Einflüsse. Sie haben das gesehen, wie sich die Schiffe stauen in Shanghai. Und wir haben eben weltweite Lieferketten, die sich dann schon zu Versorgungsproblemen ausweiten können. Ich glaube, unsere Teams machen da wirklich, wir haben ja eine Mannschaft im Fußballstadion mit über 100 Leuten, die Ukraine-Situation bearbeitet. Da wird sehr stark zwischen Einkauf, Logistik, Produktion zusammengearbeitet. Wir müssen dann auch immer weltweit priorisieren. Ne? Wenn wir jetzt in China stehen für einen Monat, dann versuchen wir die Halbleiter aus China zu verwenden in Europa und in Lateinamerika. Das ist sehr komplex. Das führt dazu, dass die Produktion häufig umplanen muss. Also schon eine Situation, wie ich sie auch, und ich bin ja schon eine Zeit lang in der Industrie, noch nie erlebt habe, in der Schwierigkeit. Auf der anderen Seite haben wir, das ist das Gute, wir haben eine gute Auftragslage, aber es ist einfach zu lang, die Lieferzeiten. Sie müssen heute für ein Elektrofahrzeug warten, sie ein Jahr. Ja, und das ist einfach für viele Kunden dann auch extrem frustrierend. Und da springen dann viele auch ab. Ne? Und wir haben, ist es unsere höchste Priorität, Lieferfähigkeit aufrechtzuerhalten, weil die Fahrzeuge finden sehr guten Absatz in allen Regionen. Kann ich bestätigen, ich habe auch ein Jahr gewartet, 11 Monate waren es. Ja. Mich würde noch interessieren, weil Sie es angesprochen haben, die Zukunft des Werkes in Kaluga, wie sehen Sie das denn? Ja, das macht mir große Sorgen, der Russland-Konflikt, vor allem, wenn er eben noch länger anhält. Wir haben dort unsere Tätigkeiten eingestellt. Die Mitarbeiter sind zum Teil im Werk, zum Teil zu Hause. Und wir zahlen da etwa am Anfang 80%, jetzt 60% der Löhne, um unsere Rechte dort auch nicht zu verlieren. Aber ich bin mir nicht sicher in der politischen Lage, ne, unter Putin, wie diese Situation enden wird. Wir haben zunächst jetzt mal bis in den Sommer hinein, bis August uns da committed und dann müssen wir weitersehen. Ich hoffe immer noch und hoffe immer noch, dass wir irgendwann mal anfangen mit Verhandlungen mit Putin, um diese Situation wieder zu stabilisieren. Natürlich ist es jetzt das Russland-Geschäft für uns nicht überlebenswichtig, aber es ist auf der anderen Seite haben wir eben dort auch Verantwortung für 7.000 Mitarbeiter, die jetzt erstmal mit dem Konflikt selber nichts zu tun haben, auch nichts zu tun haben wollen. Und das ist schon auch wir haben auch noch ein paar Expats da. Wir haben viel Geschäft im Prinzip bei den Nutzfahrzeugen. Scania M1 ist engagiert. Wir haben dort Leasingfahrzeuge. Wir haben auch Rechtsrisiken. In Russland ist es zum Beispiel so, dass wenn sie keine Ersatzteile liefern über 48 Tage, dann hat der Kunde ein Rückgaberecht auch für ein altes Fahrzeug. Also es ist schon eine sehr unübersichtliche Situation. Wir versuchen das bestmögliche, kritische Ersatzteile haben wir versucht zu liefern, das ist mittlerweile auch kaum mehr möglich. Also es ist schon eine sehr auch kritische Situation. Aber ich denke auch vor allem an unsere Mitarbeiter dort. Ne? Das sind überzeugte VWler, ne? Die arbeiten zum Teil 10, 15 Jahre für uns und kommen mit leuchtenden Augen in die Arbeit. Ne? Und da gibt es keine mehr jetzt momentan. Ist schon, macht mir echt Sorgen, der Russland-Konflikt. Auch für Europa, weil natürlich jetzt diese
diese Inflation, die dadurch auch, also erstmal natürlich wegen der Flüchtlinge, wegen der Situation in der Ukraine, aber dann auch für unsere Wirtschaft, ne, die Bedrohung, dass wir keine Gasversorgung haben, ist übrigens auch für Wolfsburg natürlich ist eine ernsthafte Bedrohung. Ne. Wir haben unsere Kraftwerke ja auf Gas umgestellt, sind da im Hochlauf. Und wir sind auch in der Pflicht, die Stadt zu versorgen. Wir haben eine Kraft-Wärme-Kopplung da, auch hier auf die Gasleitungen. Sind also jetzt fieberhaft dran, entweder unsere Kohlekraftwerke eben noch länger zu betreiben, was schon gelingen kann, und dann eben auch zu sichern, dass wir bei der Gaszuteilung, wenn die denn kommt, so berücksichtigt würden, dass wir die Stadt weiter versorgen können. Aber das wäre ja ein Super-GAU, wenn es dazu käme für die Industrie, oder? Also ja, das wäre schon. Da braucht man ja gar nicht dran denken. Ja, das wäre schon, zumindest wenn wir wirklich von den Lieferungen abgeschnitten würden, wäre das schon für Deutschland, auch für unser Gebiet, das ist gebietsabhängig immer der Einfluss, aber gerade hier in Niedersachsen wäre das schon eine schwierige Situation. Ne? Und es wird dann im Zweifelsfall ja auch, gäbe es Zuteilungen, die dann im Zweifelsfall die Privathaushalte vor die Industrie stellen würden. Also das wollen wir uns alles gar nicht vorstellen. Wäre das denn möglich, einfach von, Sie sagten ja, auf Gas umgestellt jetzt im Werk, möglich, wieder auf Kohle zurückzugehen? Wir haben natürlich ernsthaft vor, jetzt auch die Kohlekraftwerke so lange als möglich zu betreiben. Na, dazu muss man auch die Kohle dann bekommen, haben da auch nochmal 10 Millionen Invest freigegeben, um die Kohlekraftwerke instand zu halten, damit sie einsatzfähig sind für den Fall, und haben die Kohlebeschaffung auch gestartet. Ne, bis auf Weiteres oder wie lange? Ja, bis auf Weiteres. Ne. Langfristig gehen wir schon davon aus, dass wir auf Gas umstellen, weil es einfach viel umweltfreundlicher ist. Ne? Der CO2-Ausstoß ist ein Drittel von dem von Kohle. Ja. Aber Sie merken auch, ich kann da nicht alle Fragen beantworten. Ja, in die Glaskugel können wir alle nicht schauen, aber es kann einem schon Sorge bereiten. Kann einem schon Sorge bereiten. Ja, was mir vor allem Sorge macht, ist, dass wir es nicht geschafft haben, bisher uns europaweit zu organisieren, um dem Putin entgegenzutreten auf Augenhöhe. Na, das wird im Prinzip, überlassen wir das dem Herrn Zelensky da. Und das ist aus meiner Sicht nicht genug. Ja, ich hoffe, dass jetzt nach den Wahlen Macron sich vielleicht ein Herz nimmt, Europa da zu organisieren. Weil die Gefahr für Europa ist schon riesengroß. Ne? Die Inflation, die dadurch im Prinzip entsteht, das kann schon Europa auch destabilisieren. Es gibt eben Länder, Italien, Österreich, Deutschland, die extrem von den russischen Gasimporten auch abhängig sind, auch über Jahre hinaus noch. Ja. Bulgarien und Polen bekommen schon keins mehr. Ja, genau. Ja. 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 Gut, dann wechseln wir mal von der Glaskugel in den Rückspiegel. Mal einen Rückblick auf die Saison, die jetzt zu Ende geht. Wie zufrieden sind Sie mit dem VfL? Wenn man eine andere Frage ich bin nicht zufrieden. Nein. Machen wir es mal leichter. Wie zufrieden sind Sie mit den VfL-Frauen? Also, ja, sehr. das ist immer der Lichtblick. Ne? Aber man denkt sich dann doch. Und ich muss eindeutig sagen, ich stehe hinter dem Fußballengagement, ne? Weil ich finde, wir sollten eine Fußballmannschaft haben, die in der Bundesliga spielt und erfolgreich spielt. Aber ich bin nicht zufrieden, weil wir haben eine sehr teure Mannschaft. Also unser Verein gehört zu denen, die mit in Deutschland am besten ausgestattet sind. Und dafür sind die Leistungen, finde ich, zu schwach. Es gab im letzten Spiel, glaube ich, schon einen gewissen Grund zur Hoffnung. Ne? Und da haben die wirklich gut aufgespielt. Ich hoffe, dass das so weitergeht jetzt. Ne? Und dann können wir auch wieder zufrieden sein, wenn es wieder nach oben geht. Aber in Summe können wir... Aber man muss auch akzeptieren, dass zum Fußball gehört es eben dazu, das Auf und Ab, und dass aus jeder Krise muss dann auch irgendwo so ein neuer Anfang entstehen. Und ich hoffe darauf, der Frank Witter, der nicht mehr im Vorstand ist, der macht es für uns da als Aufsicht. Und der versteht eigentlich was davon. Also ich habe eigentlich großes Vertrauen zu Frank Witter, muss ich sagen. Der hat ja selber gespielt auf Liganiveau und hat auch schon mit dem VfL da Erfolge eingefahren. Also ich vertraue ihm. Ich verstehe selbst zu wenig, ja, und ich rede ihm da auch nicht rein. Frank Witter wird das Richtige machen, damit wir wieder erfolgreich sind. Gut, wie sieht es denn mit der Formel 1 aus? Ja, das ist natürlich ein ganz großes Thema. Also Volkswagen fährt nicht Formel 1. So viel darf ich sagen. Die Premium-Marken im Süden haben beschlossen,
mit unserem, auch unserer Unterstützung in die Formel 1 einzusteigen. Bei Porsche ist es schon relativ konkret, bei Audi noch nicht so sehr. Was sind die Gründe dafür? Also erstmal muss man sagen, die Formel 1 entwickelt sich weltweit extrem positiv. Also sehr viele, insbesondere die Formel 1 war ja bisher nicht in den USA durch das, was da jetzt an Vermarktung passiert. Netflix, die Serie, hat vielleicht ein oder andere gesehen über die Formel 1, hat dazu geführt, dass die Formel 1 jetzt auch in den USA an der Zuschaueranhängerschaft deutlich wächst, in Asien deutlich wächst, auch junge Kundengruppen. Also wenn Sie schauen, bei den großen Sportveranstaltungen oder Events der Welt, ist es so, dass im Motorsport eigentlich nur die Formel 1 zählt und auch zunehmend sich weiter differenziert. Also wenn Sie Motorsport machen, sollten Sie Formel 1 fahren. Dort ist die Wirkung am größten. Dazu kommt, dass man natürlich in die Formel 1 nicht einsteigen kann, wenn sich da nicht ein Technikfenster öffnet. Das heißt, man braucht eigentlich, um dort einzusteigen, eine Regeländerung, damit alle wieder irgendwo anfangen, weil die Teams machen in der Regel so, Markus Düßmann erzählt mir das immer, der war ja früher Leiter von so einem Formel-1-Team, die machen in der Regel pro Saison eine Sekunde, schaffen die, also in so einer mittleren Rennstrecke, einfach durch Detailoptimierung. Und das können sie, wenn sie quer einsteigen, können sie das nicht aufholen. Also dann brauchen sie, ich sage mal, 5 oder 10 Jahre, um irgendwann mal vorne mitzufahren. Das heißt, einsteigen können sie nur, wenn sie eine größere Regeländerung haben. Die kommt jetzt. Die kommt auch Richtung 26, wo man nochmal die Antriebe deutlich stärker elektrifizieren will, auch mit synthetischen Kraftstoffen dann. Das heißt, man braucht eine Motorenneuentwicklung. Und um eine Motorenneuentwicklung zu machen, braucht man 3, 4 Jahre Zeit. Das heißt, also, man kann jetzt entscheiden, Formel 1 zu fahren oder dann eben wahrscheinlich 10 Jahre wieder nicht mehr. Und unsere beiden Premium-Marken halten das für richtig und priorisieren das auch. Also beide sagen, sie machen dann nur noch Formel 1, ziehen sie aus vielen anderen Motorsportfeldern zurück, weil das eben weltweit Wirkung hat. Beide Premium-Marken gehen davon aus, dass es auch sehr nachhaltig sein wird. Die Formel 1 fährt dann eben mit synthetischen Kraftstoffen, will CO2-neutral fahren, mit sehr viel höheren Elektrifizierungsanteilen. Und wir gehen davon aus, dass es eben auch im Jahr 26, 28 dann noch das größte Motorsportspektakel der Welt sein wird. Eher noch mehr als heute, mehr in China, mehr in den USA als heute. Und damit auch die größte Marketingplattform für Premiumfahrzeuge. Das ist die Annahme. Ich muss auch dazu sagen, dass die Diskussion im Vorstand, die Nicole war dabei, nicht einheitlich war. Ne? Nicht alle im Vorstand haben das so gesehen, weil wir eben mit Sicherheit strategisch andere Prioritäten haben. Ne? Das ist nicht unbedingt Motorsport, sondern unsere Autos müssen technisch auf dem neuesten Stand sein. Wir müssen autonom fahren können. Wir brauchen die Softwarefähigkeiten. Wir brauchen Batterien für unsere Autos. Also wir haben genug zu tun eigentlich. Ne? Müssen eigentlich nicht Formel 1 machen. Strategisch, aber unsere Premium-Marken sagen, das ist der wichtigste Hebel, um dann den Markenwert nochmal zu steigern, um noch ein bisschen mehr für die Autos auch nehmen zu können bei der Preisgestaltung und um sich eben auch im Wettbewerb zu demonstrieren, dass man überlegene Technik hat, jetzt im Fall von Audi. Und von daher haben wir das dann letztlich im Vorstand und auch im Aufsichtsrat einheitlich positiv beschieden, sodass die Teams jetzt Audi hat noch, muss noch überlegen, in welcher Konstellation, ne, mit welchem Team, aber beide haben jetzt mal begonnen, Motoren zu entwickeln. So viel haben wir mal fraglich. Ja. VW wird sich da nicht beteiligen, passt auch nicht, finde ich. Die Marke braucht es auch nicht. Ne? Aber die beiden Premium-Marken. Und sie haben auch, muss man auch sagen, positive Business Cases vorgelegt. Also mit Formel 1 kriegen wir mehr Geld aus Stuttgart und Ingolstadt als ohne Formel 1. Gut, das ist ein Argument. Das ist ein Argument, habe ich auch gesagt. Sie haben es ja gerade so schön gesagt, dass die Formel 1 vielleicht nochmal wieder durch die Decke gehen wird. Ja. Mein subjektives Gefühl ist momentan, zumindest was so Deutschland angeht, dass die Formel 1 da eher an Bedeutung verloren hat, was vielleicht auch an den Protagonisten liegt. Vettel fährt hinterher, Mick Schumacher ist noch nicht so weit. Ja. Das hängt ja auch immer so ein bisschen mit den deutschen Fahrern zusammen. Ja. Das heißt, Sie sehen das aber mehr als ein globales Thema und jetzt nicht so sehr mit Blick auf Deutschland und was passiert hier mit unseren Fahrern oder unseren Firmen, die sich daran beteiligen.
Nee, ist ein globales Thema und was mich überzeugt hat, ist eben die hohen Zuwächse in China und in den USA jetzt auch, weil die Formel 1 war bisher in den USA nicht erfolgreich, aber das kommt jetzt offensichtlich. Und natürlich ist es immer so, dass ein Fahrer aus der richtigen Landsmannschaft dann in dem Land sehr realisiert und die Formel 1 dann sehr populär wird. Ne? Ein deutscher Fahrer, aber ich gehe mal davon aus, dass man auch versuchen wird, da in unseren dann zwei Teams, die wir haben, sicher auch deutsche Fahrer zu beschäftigen, weil das hilft im Heimatland. Und ich kenne auch Pläne, dass wir wieder in Deutschland einen Grand Prix haben werden, ne? Der dann auch nochmal auch die Formel 1 in Deutschland beleben sollte. Ne? Also von daher, glaube ich, macht es international sowieso, aber auch für Deutschland. Wäre wünschenswert, wenn es wieder in Deutschland Formel 1 Rennen gäbe. Ja. Gibt es da andere Länder, wo Sie sagen würden, da würde ich die Formel 1 nicht so gerne sehen? Nee, sie muss natürlich in USA und in China stärker werden, damit sie global wird, also Asien insgesamt. Ne? Und ansonsten ist es natürlich immer auch ein Geschäft und eine Frage, wie viel Mittel werden da zur Verfügung gestellt. Ich finde es immer gut, wenn die großen Autonationen eben dann auch die Formel 1 und wenn wir nicht nur in Asien oder in Bahrain oder in Doha die Rennen sehen. Ne? Aber man muss akzeptieren, dass es eben auch als Geschäft betrieben wird und da zählt eben, wer bringt wie viel mit. Ja, aber ich glaube, dass es in Deutschland schon gelingen kann, so eine Formel 1 zu organisieren. Und das heißt, wenn VW jetzt nicht in die Formel 1 einsteigt, dann bleibt dann noch genug Geld für den VfL übrig? Ja, natürlich, ja. Aber man muss, ich würde schon sagen, dass wir die Erwartungshaltung haben dürfen, wenn wir da viel Geld hingeben, dass die auch gut spielen. Ja, und erfolgreich vor. Und erfolgreich spielen, genau. Schaffen Sie es eigentlich persönlich, selber mal ins Stadion auch zu ja, gehen? Ja, lassen Sie das schon. Zeit nicht zu? Ja, in letzter Zeit war ich ein bisschen seltener, das gebe ich zu, aber ich gehe schon ab und an ins Stadion. In zwei Wochen habe ich einen Tipp da. Ja. Spielen die Bayern gegen den VfL da hier. Sicher, ja. Da sind Sie da. Ja, klar. Ja. Haben Sie denn noch die Gelegenheit, in München ab und zu mal zu sein? Sie waren ja dort im Aufsichtsrat auch. Oder aber da muss man auch sagen, es war ein bisschen eine historische Geschichte. Als ich hier im Konzern den Vorsitz übernahm, war Audi in einer sehr schwierigen Situation. Sie können sich erinnern, ne, wir hatten da, der Rupert Stadler wurde verhaftet und wir hatten den Dieselskandal, der Audi lahmgelegt hat. Wir haben im Prinzip in 6 Jahren 5 Entwicklungsleiter austauschen müssen. Also Audi war in einem katastrophalen Zustand. Und dann war eben die Bedrohung, dass Audi da, dass Bayern übernommen werden sollte von BMW. Das war so die politische Situation. Und ich fand es in der Situation, und aus meiner Sicht ist es kein Problem, ne, dass man meine, wir haben, uns gehören zwar 7% von den Bayern da, aber wenn da mal ein anderer Sponsor drin ist, ist das aus meiner Sicht kein Problem. Aber ich fand es damals in der Situation, in der Audi war, hätte ich das für schlecht empfunden. Ja, da dann auch noch den großen lokalen Fußballverein abzugeben an den direkten Wettbewerber. Und ich habe mich damals dafür stark gemacht, das eben bei Audi zu halten und auch in Abstimmung mit dem Audi-Vorstand natürlich, wir haben uns entschlossen, in dem Engagement zu bleiben. Und ich bin dann dort auch dadurch, dass wir 7% eben da Anteile haben, eben auch in dem Aufsichtsrat gewesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das... weil ich eigentlich nicht genug vom Fußball verstehe, um in so einem Aufsichtsrat zu sitzen bei so einem Fußballverein. Aber ich habe mich dann immer mit meinem Sohn abgestimmt, wenn es um so Spielerkäufe und sowas ging. Von daher sage ich, wahrscheinlich haben wir da nicht so viele Fehler gemacht und ist auch nur eine Stimme. Das Gefühl aber ich hat bin dann Facebook auch manchmal, dass da Leute sitzen im Aufsichtsrat, die nicht so viel Ahnung haben. Gut, ich halte mich raus. Bin aber dann, als Markus Düßmann Audi übernommen hat, habe ich das Amt dann Markus Düßmann übergeben, weil es macht einfach Sinn, dass der Audi-Vorstand, der da Hauptsponsor ist, dann dort auch im Aufsichtsrat sitzt. Und ich glaube, er versteht auch mehr vom Fußball als ich. Abseits vom Fußball, also die Frauen haben wir angesprochen, machen ihnen viel Freude. Ja. Wir haben ja noch einen Bundesligisten in der Stadt, Eishockey-Bundesligisten. Ja. Die Grizzlies haben auch eine gute Saison gespielt in den Halbfinalen. Im Halbfinale leider, ich weiß, der Aufsichtsrat ist auch hier. Wie sehen Sie denn da die Zukunft der Grizzlies? Ja, man muss sagen, die haben eigentlich gut gespielt, ne? Muss man wirklich sagen, wir sind jetzt da in München untergegangen, aber das passiert so, es sind Playoffs, ne? Und da kann man nicht immer gewinnen. Ich bin mit der Leistung der Grizzlies eigentlich einverstanden, ne? Die haben gut gekämpft, haben sich da durchgesetzt und dass man dann mal irgendwann mal ausscheidet, ja? in Playoffs, mein Gott, ja. Kann passieren. Nächsten Jahr wetzen wir die Scharte aus, oder? Wenn man es geht.
Aber der Titel fehlt uns noch beim Eis. Ja, natürlich. Pokalsieg hatten wir, aber der Titel fehlt uns noch. Aber ja. Kann ja noch kommen. Kann kommen, ja. Aber wir haben auf jeden Fall haben wir dort einen sehr kompetenten Aufsichtsrat. Ja, ich weiß. Selber gespielt. Und da haben Sie einen großen Befürworter dann. Ja, genau. Genau. Ja, soweit erstmal ganz herzlichen Dank. Ja. Ich würde sagen, wir sollten... Publikum. Genau, den zweiten Teil eröffnen. Ja. Genau, Fragen. Eine Bitte vielleicht, Christoph, noch vorab, wenn Sie sich zu Wort melden, dass Sie kurz bitte Ihren Namen sagen und Ihren Wohnort, wo Sie herkommen. Und dann wäre es auch unser Wunsch, dass Sie möglichst eine Frage formulieren und nicht unbedingt jetzt ein längeres Statement abgeben, sondern wirklich die Zeit nutzen, um Herrn Dies Fragen zu stellen. Wir gucken einfach, Christoph und ich, wahllos in die Runde und... Naja, wir gucken schon zielorientiert in die Runde. Ja, aber wir rufen mal auf. Wir haben auch jemanden mit Mikrofon, sehe ich gerade. Und dann fange ich mal da hinten an, da haben wir schon ein Mikrofon. Würden Sie Ihre Frage bitte stellen? Ja, guten Morgen. Mein Name ist Laura Bachmann und ich wohne hier in Wolfsburg zurzeit noch. Und meine Frage widmet sich so ein bisschen der Jugend. Und zwar würde mich interessieren, ob im Werktrinity vorgesehen ist, die Berufsausbildung und das duale Studium weiterzuführen. Sprich, soll es da Versetzungsstellen geben oder gar eine eine Lernwerkstatt? Und angrenzend dazu vielleicht auch noch interessant, ob dann auch ausgelernte Auszubildende und duale Studenten dort dann Stellen kriegen können. Denn der Stellenmarkt sieht zurzeit echt ein bisschen schwierig aus. Ja, mit Sicherheit. Also wir sind schon dran, auch unsere Berufsausbildung natürlich kontinuierlich zu überarbeiten. Ne? Und wir merken schon, dass wir einfach weniger Verwaltungsabschlüsse brauchen, ne? Also für Bürokraft und so weiter. Dort wird sich natürlich viel auch verändern in den nächsten. Ne? Wir brauchen einfach weniger Sekretariate, Assistenzen und diese Dinge. Das geht einfach zurück, weil wir effizienter werden. Auf der anderen Seite braucht man natürlich neue Berufe. Es gibt ja auch softwareorientierte, ne? Elektrik-, elektronikorientierte Berufsausbildungen. Und da haben wir sicher großen Bedarf. Da hat schon Umbau stattgefunden. Ne? Wir machen auch einen Teil jetzt als duale Ausbildung, also insbesondere dann auch mit einem universitären Abschluss. Da ist viel, und natürlich braucht man das in Trinity. Trinity hat zum Ziel, eine ganz hochautomatisierte Fabrik zu werden, und da braucht man natürlich neuestes Know-how, Elektrik, Elektronik und in dem Umfeld. Und wir wollen natürlich auch da insbesondere unsere jungen Leute in der neuen Fabrik sehen, ne? Die dann, weil wir, man muss schon sehen, ne? den Wettbewerber, den wir da haben, den dürfen wir nicht unterschätzen, der fängt eben neu an, ne? Und ist auch eine attraktive Marke, und der wird natürlich auch versuchen, mit den besten Talenten zu fahren. Die Produktion wird sehr, sehr anspruchsvoll werden, ne? Weil es ist sehr vernetzt, hochautomatisch, ne? Dann so ein Produktionssystem am Laufen zu halten, das wird eine super spannende Aufgabe. Und ja, natürlich brauchen wir Sie dabei. Super, Dankeschön. Oh, sehr jetzt, Fragen. Ja. Ja, hier haben wir noch einen. Ja, danke schön. Ich bin Dirk Kaiser aus Wolfsburg, und wir konnten ja im letzten Jahr sehen, dass aufgrund des guten Halbleitermanagements im Konzern bei deutlich weniger Fahrzeugen und einer Konzentration, sage ich mal, auf Ergebnisbeiträge und nicht auf Stückzahlen, ein sehr gutes Ergebnis bei rausgekommen ist. Vor dem Kontext verstehe ich auch, ich sage mal, das Interview von Ihrem Kollegen, von Herrn Antlitz in der Zeitschrift Der Aktionär, wo er angekündigt hat, ich glaube, bis 2030 ungefähr 40% der Modelle einzusparen. Ja. Jetzt fertigen wir in Wolfsburg jetzt nicht unbedingt Premium-Produkte wie Audi oder Porsche. Ja. Was bedeutet das denn konkret für den Standort Wolfsburg, ja, diese Modellreduzierung, und welche Fahrzeuge müssten wir hier bauen, ja, um, sage ich mal, in diesem Ergebnisbeitrag-Wettbewerb bestehen zu können? Ja, ja. Also es ist komplex. Erstmal die Reduzierung, die der Antlitz angesprochen hat, die haben wir bei Volkswagen eigentlich schon fast hinter uns. Ne? Weil wir natürlich, und das ist vielen gar nicht so aufgefallen, aber Arno und ich, wir haben ja von Anfang an da schon stark, ne? Wir haben den Phaeton aufgegeben. Wir haben gesagt, nee, lohnt sich nicht. Wir haben den, da gab es damals noch den Scirocco, als ich anfing hier, den haben wir aufgegeben. Wir haben den EOS aufgegeben. Wir haben aus dem Sportsvan, ja, den ID3 gemacht. Ist keinem aufgefallen. Die,
Das heißt, wir haben schon stark insbesondere die Fahrzeuge, die eben zu wenig Ertrag beigesteuert haben und zu wenig Volumen, die haben wir ausgemistet. Wir haben dann nochmal ein Cabrio gemacht, weil wir gesagt haben, Volkswagen sollte ein Cabrio haben mit dem T-Roc. Also wir haben schon reduziert, wir haben Motorvarianten reduziert, mindestens 50% der Motorvarianten. Ne? Wir hatten ja früher 1,4, 1,5, 1,7 Liter, ist alles weg, sondern 1,4, ne? 2 Liter Motoren. Also da ist schon viel passiert. Das müssen andere noch ein bisschen machen. Also im Süden, da steht noch einiges an, aber auch der Audi ist unterwegs, der wird auch ausdünnen. Jetzt muss man aber sagen, weniger Modelle heißt nicht weniger Beschäftigung. Weil der Wettbewerber da aus Amerika, der macht uns vor, dass man mit zwei Modellen, ja, ich sage mal, im nächsten Jahr wird er uns vormachen, dass man mit zwei Modellen 2 Millionen Autos bauen kann. Ja. Wenn die gut sind und wenn die auf dem Punkt sind und wenn die die Anforderungen der Kunden erfüllen. Das heißt, auch wir werden uns stärker fokussieren. Wir brauchen natürlich immer auch bei so einer komplexen Marke wie Volkswagen auch Modelle, die so einen Premium-Anspruch haben. Ne? Irgendwas, was reinreicht in das Audi-Revier, damit wir unseren Markenanspruch handhaben können. Aber für Volkswagen, sagen wir, sind wir durch das Größte der Reduzierungen durch. Wir hören jetzt, jetzt kommen ja nochmal Verbrenner, wahrscheinlich die letzte Generation, so der neue Tiguan, die Nachfolger, die Golf-Überarbeitung kommt nochmal eine große. Und, aber das große Ausdünnen, und dann haben wir jetzt auch den Charan auslaufen lassen, jetzt, den ersetzen wir durch den T7 weitgehend, ein Schiebetürenfahrzeug, der T7 ist ein bisschen kleiner geworden. Also wir müssen einfach ausdünnen. Was sicherlich nochmal zu tun ist, ist dann jetzt mit Thomas Schäfer auch das Portfolio zwischen Skoda, Seat, Volkswagen nochmal zu überarbeiten. Auch dort können wir uns nicht alle Modelle leisten, weil wir müssen einfach so viel mehr jetzt investieren in das Thema Batterien, Software, Funktionalität der Fahrzeuge, dass es besser ist, das Geld in die Funktionalität der Fahrzeuge zu investieren, als nochmal ein Derivat zu machen. Da die richtige Mischung zu finden, das ist sicherlich die Kunst. Ich gehe schon davon aus, dass unser amerikanischer Wettbewerber irgendwann auch mal anfangen muss, auszudifferenzieren Fahrzeuge. Aber bisher verkauft er natürlich einfach mehr vom Selben, mehr vom Gleichen. Und das führt natürlich dazu, Sie haben es alle gelesen, dass der momentan nicht wie wir bei 3% Rendite läuft, sondern bei 20%, ja, mit Elektrofahrzeugen. Oder 19. Ne? Und das ist schon, das zeigt schon, dass in dieser neuen Welt auch eine neue Logik ist. Ich glaube, dass Volkswagen jetzt mit, was Ralf Brandstätter da aufgesetzt hat, mit Trinity da auf dem richtigen Weg ist, auch ein volumenstarkes Fahrzeug, ne? Auch dann eher so eine Limousine, weil die haben mehr Reichweite. Und damit kommen auch nach Wolfsburg ja zusätzliche Autos, der ID3 kommt hier, ne, der Trinity kommt hierher. Von daher hoffe ich, dass wir da die richtige Balance finden. Ne. Einen oder anderen Kunden werden wir nicht mehr bedienen können, weil der einfach sein Fahrzeug nicht mehr findet. Aber wir können nicht alles machen. Ja, ja. Und auch wenn man heute sieht, ein Teil dieser Schwierigkeiten jetzt in der Lieferfähigkeit ist auch unsere Komplexität, ne, weil wir so viele verschiedene Varianten haben, dass die Beschaffung natürlich viel schwieriger ist, wie wenn man nur, ich sage mal, wie Model, Tesla ist momentan wie Model T unterwegs bei Ford. Ne? Alles vom selben. Sie kriegen 5 Farben, 3 Rädervarianten. Entweder sie nehmen das oder sie kriegen keinen da. Ne? Aber das wird sicher auch nicht endlos gehen. So. Irgendwann muss der auch ausdifferenzieren. Und dann sind wir vielleicht wieder stärker. Bitte. Dazu zur Modellpolitik habe ich einen. Achso, Andreas Dunkel aus Braunschweig. Ja. Ich bin kein VWler, ich so nicht. Verdiene mein Geld in der Stahlbranche, in Salzgitter. Okay. Also ich habe zur Modellpolitik eine Frage. Ja. Und zwar war Volkswagen ja immer dafür berühmt, dass man mit 9 bis 12 Monatseinkommen netto sich ein Auto leisten konnte, wenn man Normalverdiener war. Und ich habe wirklich eine starke Befürchtung, dass durch die Modellpolitik in der E-Branche diese Kundschaft abgehängt wird, ja. weil die Autos einfach so teuer werden, teuer. Weil so viel Schnickschnack eingebaut wird, was eigentlich ein Familienvater, der mit 2 Kindern unterwegs ist, vielleicht 2 Stunden am Tag unterwegs ist und einmal im Jahr im Urlaub fährt, ja. Der braucht das nicht und der will das nicht bezahlen. Ja.
Kommt, kann ich Ihnen helfen. Wir haben in der, und Sie haben recht, bei der Einführung der Elektrofahrzeuge sind wir von oben nach unten vorgegangen, weil man natürlich an so einem Porsche Taycan oder an einem Audi e-tron oder an einem ID.4 mehr verdienen kann als an einem Polo. Na? Weil wir natürlich da jetzt in dieser Übergangszeit auch schauen müssen, dass das Ganze finanzierbar bleibt, ne? Dass wir nicht in die roten Zahlen rutschen. Und da haben Sie völlig recht, da haben wir das Einstiegssegment, wenn Sie so wollen, ein bisschen nach hinten geschoben. Kommt 2025, kommen die Fahrzeuge unter dem ID, also unter dem, weiß nicht genau, wie die heißen, einfach, kann sich vielleicht als ID.2 vorstellen, ich weiß aber nicht, ob er ID.2 heißen wird. Und die sind dann in dem Range, in dem im Unterhalt sowieso günstiger als dann ein Fahrzeug wie ein, am ehesten vergleichbar vielleicht mit einem T-Cross oder einem Polo und dann auch im Preis nochmal deutlich unter den ID-Modellen. Die kommen, deswegen investieren wir stark, die kommen ja auch heute überwiegend aus Spanien, die Fahrzeuge, die werden auch in der nächsten Generation aus Spanien kommen, wir investieren dort neue Batteriefabrik, Umbau von unseren zwei spanischen Standorten, da kommt ein VW, ein Skoda-Modell und auch ein Cupra-Modell da. Und das sind dann Autos, die auch jetzt ein Polo-Käufer, ne, wie Sie sagen, mit 12 Netto-Monatseinkommen, Polo 15.000 Euro, ja, 20.000 Euro, das kommt. Sind wir ein bisschen hinten dran, ja, bis dahin, müssen wir einen Gebrauchten fahren oder was dann, und dann kommt es wieder alles. Mein Name ist Martin Gebhardt, ich will mal einen Blick zurückwerfen, ja, die hieß. Wir hatten ja vorhin mal kurz zum Thema Eishockey, Blickkontakt. Ich werde Sie damit nicht belästigen, sondern ich möchte einen Blick zurückwerfen. Ich bin Sprecher des Freundeskreises des Automobilmuseums, der Stiftung Automobilmuseum. Oh ja. Und ich würde gerne, um es kurz zu machen, damit möglichst viele rankommen, ja, die Frage formulieren, ja, wie sehen Sie die Zukunft des Automuseums innerhalb der Stiftung? Ja. Da sehe ich großen Handlungsbedarf und ich freue mich riesig, Frau Mommsen hier zu haben, ja, die ja in ihrer Zuständigkeit über die historische Kommunikation dort auch ein Wörtchen mitreden kann, ja, und würde mich sehr freuen, wenn wir da mal ein, ja, Stück weiterkämen, weil wir haben innerhalb des Freundeskreises viele Bekanntschaften innerhalb des Käfer- und Bulli-Familie. Ja. Ja, ich weiß. Familie. Ja. Und es ist völlig unverständlich, ja, lassen Sie mich das so krass unakademisch ausdrücken, ja, Unverständnis, dass ein Weltkonzern, ja, sich in der Form präsentiert, ja, wie das der Fall ist. Ja. Es fordert niemanden einen Vergleich zum Porsche-Museum oder auch Audi, ja, oder ja, Daimler. Ja. Aber ich will es, wie gesagt, nicht zu kurz machen. Ja. Ich würde mich herzlich, ja, freuen, wenn, ja, wir da mal irgendwie ins Gespräch, ja, kämen. Ja. Ja. Herr Gebhardt, also das dürfen wir jetzt nicht so im Raum stellen lassen. Was der Gebhardt anspricht, ist erstmal das Eishockey. Ich war dagegen, den Eishockeyverein so hoch auszustatten mit 10 Millionen. Jetzt müssen Sie auch meine Position ein bisschen verstehen. Ich glaube, dass wir in Wolfsburg viel tun. Ja, also der Fußball kostet uns so grob 100, ja. Wir haben die Autostadt, die kostet uns so 150 grob, ne? Wir haben das Kunstmuseum, wir haben das Theater und überall sind wir engagiert, ne? Das müssen schon, wenn man mal das zusammenrechnet, dann kommen da vielleicht so 250 Millionen raus, Größenordnung. Und wenn man mal überlegt, wie groß ist der Stadthaushalt? Ja. 500 ist das, also der Gesamt. 180. Aber Gesamt. Der Gesamthaushalt, man muss das ja differenzieren. Genau. Das ist einer der normale Haushalt, ja, und der mit den Investitionen, ja, da hat er dies, ja, recht, ist es wesentlich mehr. Wir, ja, nähern uns der Milliarde sogar. Okay. Na, aber ich wollte es einfach nochmal sagen im Verhältnis. Also wir tun schon viel hier. Na? Also in Summe, ob das immer richtig eingesetzt ist, ne? Und ob das vom Kunden, auch vom Wolfsburg angenommen wird. Ne? Was mir immer wehtut, ist das Fußballstadion, wenn es nicht voll ist oder so. Ne? Oder auch beim Eishockey, wenn zu wenig Besuch ist. Also ich glaube schon, dass wir in Summe einiges tun hier für den Standort. Und da stehe ich auch dazu, sollte man auch machen. Damals hatten wir eine Diskussion, brauchen wir wirklich dann nochmal eine Erhöhung im Eishockey? Ja, ich fand das. Ich muss auch immer auf die Kasse schauen. Bitte dann nochmal, um auch meine Position zu verstehen. Automuseum teile ich. Ja? Automuseum finde ich
Und ich muss ja sagen, ich bin ja mit meiner Leistung auch nicht ganz einverstanden an der Stelle. Als ich hierher kam, ja, und nachdem ich Wolfsburg nur so ein bisschen kannte, ging ich als erstes ins Automuseum. Ja, ich möchte jetzt mal was von VW sehen, weil die Autostadt kannte ich schon. Ja. Und da war ich entsetzt. Ja, erstmal natürlich große Leidenschaft und vielen Dank, dass Sie sich da engagieren. Ne? Aber wie wir uns als Marke da präsentieren, ist nicht adäquat. Ja? Und das muss ich auch zugestehen. Jetzt habe ich versucht, immer wieder, wenn es mir an mich herangetragen war, habe ich immer wieder versucht, da was anzustoßen. Dann haben wir versucht, das in die Autostadt zu integrieren. Jetzt ist, glaube ich, wieder mein Projekt da, einen Neubau zu machen. Ich finde es unerträglich, ja? Dass wir nicht in der Lage sind, trotzdem wir im Jahr hier 250 oder was ausgeben, einen vernünftigen Auftritt der Marke VW hinzukriegen. Ich finde es echt schlecht. Ich muss auch selber in den Spiegel schauen. Ich habe das dann auch immer wieder zurückpriorisiert. Jetzt liegt es bei der Frau Mommsen. Es gab immer wieder Ideen. Und wir haben es einfach nicht hingekriegt. Ja. Müssen wir machen. Ja, einfach die Bitte nochmal, setzen Sie sich nochmal zusammen mit der Frau. Ist mir auch ein Anliegen. Ja. Weil ich finde, dann gab es die Idee, das ja in dieses Sigma Invest da zu integrieren. Aber da sind dann jeweils werden Tickets aufgerufen von 100 Millionen, 50 Millionen. Das ist zu viel. Ja. Ja. Wo wäre denn da Ihr Standortwunsch? Also in der Dieselstraße, das findet man ja auch gar nicht. Ich bin schon der Meinung, dass für mich ist es unverständlich, dass in der Autostadt, ja, und Herr Piech, ja, toll gemacht, Autostadt, dass VW da nicht adäquat stattfindet. Ja, da ist ein Lamborghini-Pavillon, da ist ein Nutzfahrzeug-Pavillon, der ganz schön ist. Ja, dann gibt es da einen Riesenauftritt von dem Bentley. Ja. Wo ist VW? Hier, Wolfsburg ist das Weltzentrum von VW. Findet nicht statt, nur wenn Sie in die Autostadt gehen. Am Rande. Irgendwie Konzern, keine Ahnung. Und ich fände schon eigentlich, dass es da hingehört, an prominenter Stelle oder sehr nah dran. Und dass man die Marke, die ja auch kulturhistorisch, ne, ist ja eine der reichsten Marken der Welt. Wir haben ja Sachen zu bieten. Was gibt es in der automobilen Welt? Was hat mehr verändert und steht für mehr Kultur als so ein T1, ne? Als so der erste Bus oder der Käfer, ja? Oder die ganzen Derivate, die wir haben. Findet nicht statt hier. Finde ich, ja, bin bei. Wir müssen was tun. Ja, aber wir brauchen eine vernünftige Idee. Ja? Wir brauchen eine vernünftige Idee. Ja. Und dann, da muss ich auch sagen, da hänge ich jetzt was dran, weil woran ist es gescheitert? Ja? Woran ist es gescheitert? An Eigeninteressen. Ja, da sagt die Autostadt, nee, mit der Marke, da will ich nichts zu tun haben. Ja, und die ist ganz eigenständig unterwegs und die hat einen anderen Plan. Und die Marke sagt, na ja, aber eigentlich ist das ja in dem Museum da. Ne? Und dann geht es von links nach rechts und nochmal Verwaltung und ein Gremium und die wollen nicht und dann will der nicht. Das ist schon häufig ein Problem bei uns. Ne? Da sagt, Mensch, können wir mal bitte zu Potte kommen und sagen, da, das ist. Ja. Nächste Frage, bitte. Joachim Dürheide aus Barwiede. Das liegt 20 Kilometer entfernt von Wolfsburg, vom Kern. Wir haben vorhin darüber geredet, Leben in die Stadt bringen, Stadtentwicklung. Jetzt mal meine direkte Frage. Bleibt Wolfsburg für immer der Hauptsitz des Volkswagen-Konzerns und damit die Entscheidungszentrale? Was würden Sie darauf antworten wollen? Und dürfte ich eine Frage hinterher schieben, ist das erlaubt? Ja. Warum wurde damals nicht in einem ersten Schritt ein Werk in den neuen Bundesländern, das heißt nach der Wiedervereinigung quasi, um da die Wirtschaft und so weiter anzukurbeln, entweder Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern errichten und erst im zweiten Schritt im polnischen Poznan? Das hätte ich mir gewünscht. Jetzt ist leider Tesla hat diesen Standort besetzt. Ja. Würden Sie Tesla vielleicht jetzt auch als Wettbewerber sehen, das als Positives? Ja. Ich sehe es also negativ normalerweise, sonst in den neuen Bundesländern hätte das Werk hingehört. Ja, ja, also ich sehe derzeit keine Alternative zu Wolfsburg als Konzernstandort. Ne? Also ich kann nicht über meine Nachfolger oder so reden, aber sehe ich nicht, weil wir sind einfach, das ist einfach der so eine Verlagerung von so einer Konzernzentrale kostet ja auch Geld, sehe ich auch keinen Grund dafür. Es muss unser Anliegen sein, den Standort aufzuwerten. Zu den neuen Ländern, erstmal muss ich sagen, ich freue mich darüber und ich sehe wirklich jetzt auch eine große Zeit kommen für die neuen Bundesländer durch die großen Investitionen, die da angekündigt sind. Dazu gehört Tesla, das ist eine
Milliardeninvestition, die auch nicht nur das Werk, sondern da wird der Trau außenrum sehr viel wachsen. Von daher freue ich mich über diese Investition. Und auch, was angekündigt ist für Magdeburg, ne, praktisch in unserer Vorstadt, auch eine Milliardeninvestition von Intel, die auch den Osten verändern wird. Also da ist jetzt, glaube ich, viel unterwegs, wird noch eine Dekade dauern, bis das wirklich alles wirkt, aber da ist viel unterwegs. Ich glaube, dass Sie uns Unrecht tun. Wir haben damals uns ja sehr stark in Zwickau engagiert, haben da ja auch das weiß nicht, darf man sagen, Kombinat übernommen und die Fahrzeugwerke da. Haben damals schon viel investiert, mehrere Modellgenerationen Golf und haben jetzt nochmal 2 Milliarden investiert in den Umbau für Elektrofahrzeuge. Da laufen ja ID3, ID4, 2 Audi-Modelle. Der Cupra offenbar ist voll ausgelastet. Es werden da nach Arbeitskräften gesucht. Da werden weiterhin nochmal 1000 Arbeitskräfte mindestens aufgebaut. Also haben wir schon viel getan auch. Ich habe nochmal da eingebracht, jetzt bei dem Standort Wermenau, könnten wir das auch uns jenseits der der Landesgrenze vorstellen, aber das fand keine Unterstützung in Niedersachsen. Wenn ich das so sagen darf. Vielleicht nochmal eine Dame hier vorne. Ja, bitte. Vorne, ja, erste Reihe. Frau Othmar aus Wolfsburg-Brackstedt. Ja, die Herren drängen sich da. Herr Dies, wir haben jetzt ein bisschen was über das neue Trinity-Werk gehört. Ja. Wie ist denn Ihre Version oder Vision für das bestehende Volkswagen-Werk in Wolfsburg? Ja. Also was wird da in 2030 getan oder danach, wenn keine Verbrenner mehr gebaut werden? Ja, da gibt es einen Plan, den der Herr Vollmer, der ist ja Produktionsvorstand der Marke, auch schon relativ gut detailliert hat. Wir haben ja noch jetzt für die nächsten 10 Jahre Elektrofahrzeuge und Verbrenner. Da kommt ja jetzt erst der neue Tiguan, also kommen noch die Golfüberarbeitung. Das heißt, die Aufgabe fürs Werk ist dann, diese Fahrzeuge mit reduzierten Stückzahlen, weil die werden abnehmen. Die nächste Generation Tiguan wird einen Teil abgeben an so ein ID4. Auch das produktiv darzustellen. Wolfsburg hat derzeit 4 Montagelinien, das heißt, das wird man schrittweise konsolidieren, dann irgendwann mal auf 3, dann mal auf 2 Linien und gleichzeitig Elektrofahrzeuge wachsen. Dieser Schritt Trinity, deswegen habe ich den auch stark immer wieder unterstützt und gefördert, der hilft uns dabei, den Rest des Werks produktiv zu halten. Weil dann können wir nämlich mal von diesen 4 Linien 2 irgendwann mal 26, 28 mal abschalten, verdichten auf 2 Linien, die dann hochproduktiv laufen und den Platz, den wir uns damit schaffen, dann, da bauen wir dann, zumindest ist es so der Plan, innerhalb der Werksgrenzen eine 2. Trinity-Fabrik. Ja? Also auch hochautomatisiert auf dem neuesten Stand der Technik. Das würde uns derzeit nicht gelingen, weil wir das einfach so integrieren müssten. Wir haben die Kapazität auf dem Werksgelände gar nicht, es gibt keinen Platz. Wenn wir durch Trinity gibt es eben dann auch auf dem Werksgelände die Chance, das Werk neu zu strukturieren und dann auf Wettbewerbsstandort zu bringen bis 2030. Deswegen sage ich immer, 2030 werden wir das nicht mehr wiedererkennen, das Wolfsburg. Ganz neue, moderne Entwicklung, Trinity, das Innere des Werks auch vollständig modernisiert. Und von daher bin ich sehr, sehr zuversichtlich hier für den Standort. Man muss natürlich im Wettbewerb bestehen. Das muss produktiv sein, das Ganze. Aber dann kann das schon gelingen. Ja. Frau Rosch, bitte. Genau, mein Name ist Katharina Rosch. Ich komme aus Wolfsburg, habe auch nie für Volkswagen gearbeitet. Ich würde jetzt mal ein bisschen ungemütlicher werden wollen, weil wir sind so sehr harmonisch unterwegs gewesen. Wir haben über akute Krisen gesprochen, über die Pandemie und auch natürlich über den Krieg, der unsäglich ist und der uns alle auch beeinflusst. Mir geht es um die Klimakrise. Ja. Und wir haben auch über Antriebswende heute schon viel gesprochen. Aber wird sich VW nicht in Zukunft besser auch zu einem Mobilitätskonzern entwickeln müssen, jenseits des individuellen Automobils und vielmehr eben auch in Richtung vernetzte Verkehrssysteme? Und wie können wir uns das vorstellen? Ja, also so konfliktgeladen wird es gar nicht. Ja, ist so.
Aber erstmal möchte ich schon nochmal auch ein Plädoyer halten für das Auto, weil das Auto, so wie wir es heute vorstellen, hat natürlich viele negative Aspekte. Ne? Wir haben dieses Thema Stickoxide, CO2-Emissionen, überhaupt auch Geräusch, Akustik. Und Sie müssen sich schon vorstellen, das Auto wird in den nächsten 10 Jahren so dramatisch besser, dass man sich... außerdem, dass die Autos viele sind, ja, und Parkplätze wegnehmen und so, aber die werden viel weniger stört. Ja? Also kaum mehr Emissionen, viel weniger Unfälle. Ja, wir werden, ich sage mal, in den nächsten 10 Jahren wird sich das wahrscheinlich nochmal im Faktor 10 reduzieren. Einfach die Autos werden so sicher durch diese Fahrerassistenzsysteme. Ne? Sie können ja heute schon, ein heutiger Golf, auch der Golf 7 schon, ne, hat 30% weniger Unfälle aufgrund dieser Frontkamera alleine. Ne? Und wenn man das jetzt mal hochrechnet, wenn die Autos einfach, und sie werden dann auch, ne, gegenüber der Bahn, und das ist jetzt, sagen Sie, finden Sie nicht so gut, auch wettbewerbsfähiger, weil sie werden im CO2-Footprint besser wie die Bahn, sie werden so sicher wie die Bahn, aber sie brauchen Infrastruktur. Ne? Jetzt, was machen wir da dagegen? Man muss das Auto viel mehr nutzen als heute. Erster Punkt. Ne? Weil heute, und die Zahlen sind wirklich erschreckend, so ein Auto ist 96% nicht genutzt. 4% der Zeit, eine Stunde am Tag, wird so ein Auto genutzt im Durchschnitt. Und außer Taxis oder was. Aber 96% ist es nicht genutzt. Wie kann man es verbessern? Sharing, diese ganzen Angebote, auch das Auto muss besser genutzt werden, das ist die einzelne Investition. Da sind wir dran. Deswegen haben wir übrigens auch, oder sind wir dran, auch Europcar wieder zu kaufen, weil wir die Nutzung des Autos dadurch hochbringen, dass wir das Auto mehreren zur Verfügung stellen, ne, über kürzere Zeit. Während der Woche haben sie es in einem Carsharing, WeShare haben wir in Berlin zum Beispiel, und am Wochenende ist das gleiche Auto im Rental, also dann kriegen wir die Nutzung hochgetrieben. Von vielleicht heute 4% oder 5%, dann mal auf 10% und dann vielleicht mal auf 15%. Das eine ist Nutzung. Und das zweite ist dann natürlich, dass wir uns auch Zwischendinge vorstellen können zwischen dem öffentlichen Nahverkehr und dem Auto. Und das machen wir mit dem Thema Moja. Haben Sie schon gehört? In Hamburg. Also es sind Shuttle-Dienste, elektrisch alle. Wann kommt der nach Wolfsburg? Ja, wenn dafür Zeit ist. Also es ist noch zu früh. Diese Shuttle-Dienste, die sollen dazu führen, dass mehrere Leute das gleiche Auto nutzen. Ne? Ähnlich wie so ein Sammeltaxi gab es ja früher mal. Da ist das Ziel, die eben dann Fahrten zu teilen. Ne? Jeder macht so ein bisschen Kompromiss, jeder braucht ein bisschen länger, aber man teilt sich dann, man sitzt zu 4, zu 5 in so einem Shuttle drin und fährt dann von hier nach Braunschweig oder zum Flughafen. Das wird insbesondere dann attraktiv, wenn die Autos mal selber fahren. Heute ist es zu teuer. Ja, heute ist es, wenn Sie da so einen Fahrer drin haben, ich sage immer, deswegen bin ich da auch ein bisschen, stehe ich da auf der Bremse, ne? Wir sagen, oh, ich will auch Moja. Ich zahle jede dieser Fahrten, zahle ich mit 10 Euro Zuschuss. Ja? Das ist mir zu viel. Ja? Warum soll ich hier 10 Euro, das ist ja hart erarbeitetes Geld, jedem dieser Hamburger, dieser reichen Hamburger, die da in Moja fahren, soll ich jeden 10-Euro-Schein in die Hand drücken? Das ist schwierig. Und zwar ist es deswegen so, weil Sie natürlich da in einem Segment sind, das ist zwischen Taxi und dem öffentlichen Nahverkehr. Der öffentliche Nahverkehr wird mit 70% oder was subventioniert. Ne? Und die Taxifahrer, die leben zum Teil am Existenzminimum. Ne? Und da, wenn Sie da ein Angebot machen wollen, das ist erstmal schwierig, da Geld zu verdienen. Das heißt, das können wir nur machen, wenn wir da Geld verdienen. Und Geld verdienen können wir dann, wenn wir das ohne Fahrer machen können. Ja? Wenn das Auto selber fährt. Und deswegen machen wir diese Geschichte mit Argo, mit den Flotten, die jetzt in München fangen, dann in Hamburg anfangen. Wir hoffen, dass wir im Jahr 25, 26 die ersten Fahrdienstleistungen haben, dann ohne Fahrer. Und ohne Fahrer kann man dann sowas vielleicht profitabel hinbekommen. Vielleicht, weil es bleibt sehr angespannt zwischen öffentlichem Nahverkehr, wo eben 70% Steuergelder da reinfließen. Aber wir können uns nicht erlauben, das so hoch zu subventionieren. Deswegen tun mich, werde ich viel gefragt, wann kriegen wir Moja? Sage ich, sobald es ein Moja zahlt, kriegt es ein Moja. Aber ich kann mir nur so viel Moja leisten, ja, weil das heute einfach zu teuer ist. Aber ich glaube, dass wir auch von allen Automobilunternehmen da mit am meisten tun. Ne? Erstmal machen wir das Thema Nutzung mit Europcar, Carsharing und dann mit den Roboshuttles. Wir setzen nicht nur aufs Auto, aber ich sage Ihnen auch, all das, was wir in Erfahrung bringen konnten und da Zukunftseinsichten haben, bleibt das Auto.
Ja. Wir sehen auch 2030 immer noch, das wird wachsen, ne, diese Shuttle-Dienste, aber wir sehen auch 2030 noch den privaten Pkw mit 80% als dominant weltweit. Sagen uns alle Studien. Zumal wir auch weltweit natürlich noch viel Wachstum haben. Übrigens auch in Deutschland, wo wir das Auto ja seit Jahrzehnten totsingen, ist der Bestand an Autos und Autonutzung in den letzten Jahren gewachsen, nicht gesunken. Ja? Überraschenderweise. Ja. Und da gibt es natürlich Regionen, wo man sagt, in China wird sich nochmal verdoppeln. Ja? Lateinamerika wird sich wahrscheinlich nochmal verdoppeln. Ja. Können wir hier... Wo haben wir die nächste Frage? Eine Dame da hinten. Mein Name ist Dorothea Bolze, ich komme aus Warmenau. Ich wollte gerne von Ihnen wissen, ob Sie sich vorstellen, in Warmenau zu wohnen. Ja. Wenn man von allen Seiten eingekesselt wird, das heißt durch das Gewerbegebiet Nordost, durch Trinity, sowie durch das neue Gewerbegebiet Südost mit Trasse durch die Allerniederung, mit Logistikzentrum, LKW-Parkplatz und das jetzige Gewerbegebiet zwischen Warmenau und Kesdorf. Kein Lärmschutz in Warmenau, durch die A39 von Westen her, kein Lärmschutz. VW-Teststrecke vom Süden, kein Lärmschutz und Kraftwerk von Osten. Des Weiteren wollte ich gerne wissen, ich habe in der Zeitung gelesen, dass VW jetzt Top-Juristen angeheuert hat aus Berlin. Ich hoffe, das sind nicht dieselben, die auch für die Grüne Heide Berlin zuständig waren. Da unser Minister Herr Altmusmann ja schon sagte, Berlin hat die grüne Heide, Wolfsburg die blaue Heide. Ja, also erstmal verstehe ich Ihr Anliegen und ich darf Ihnen sagen, es war auch meine erste Frage, ne, als es um Warmenau ging und ich bin dann auch hingefahren, bin mal durch Warmenau durchgefahren. Ich da auch mal geschaut, es ist eine schöne Siedlung, eigentlich auch ruhig. Deswegen glaube ich, muss der Lärmschutz und auch die bauliche Einbettung von dem Werk muss erste Priorität haben. Das ist für mich ganz klar, weil Sie waren da früher als das Werk und man muss Ihre Interessen da berücksichtigen. Ich habe aber in dem, was mir bisher vorgestellt wurde bei Herrn Brandstätter, war das immer auch wesentliches Auslegungskriterium für das Werk. Ne? Abstände plus Lärmschutzmaßnahmen. Und auch, was ich auch finde, ist, das muss auch optisch gut integriert sein. Ne? Und da gibt es Entwürfe, die ich gesehen habe von Architekten, die das Werk auch, na, ich sage jetzt mal nicht einschütten, aber so, dass das fast als wie Natur wahrgenommen wird. Und da muss man drauf, und da würde ich Sie durchaus bekräftigen, da muss man auch drauf bestehen und darauf achten im Planungsprozess. Aber ich habe das so wahrgenommen, dass die Leute, die das machen beim Herrn Brandstätter, dass die das sehr bewusst im Kauf haben. Sie müssen natürlich sagen, ganz egal, wo man baut, in Niedersachsen und so, wird man immer natürlich irgendwas kaputt machen. Ne? Man wird irgendwelche Landschaften versiegeln. Das ist ein Kompromiss, den man gehen muss. Und ich hoffe, dass man das in einem gemeinsamen Einverständnis hinbekommen. Ne? Sie machen ja nicht irgendwas kaputt, Sie machen Warmenau kaputt. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da leben möchte, wenn man von allen Seiten eingekesselt und Tag und Nacht Lärm hat. Ich würde Sie einladen, dass Sie sich das mal zeigen lassen. Also das, was... Haben wir. Habt ihr schon. Wir haben, Sie können auch gerne mal nach Warmenau kommen, dann gebe ich Ihnen gerne mal mein Haus und dann können Sie mal leben, wie schön das da ist. Ja, ich komme gerne mal vorbei. Aber ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg ist. Die sagen alle, ja, unsere Bürgermeisterin auch. Aber hat die Einwohner gefragt? Nein. Ja. Oder Stadt Wolfsburg. Stadt Wolfsburg kauft Ackerfläche, wo jetzt die Südost hinkommt und macht jetzt Gewerbefläche von. Das kann doch nicht sein. Ja. Ich möchte keine Halle vor meiner Nase haben, wenn ich da wohne. Ja. Ich verstehe das, glaube ich, gut, was Ihnen da passiert. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, es war für mich eine der ersten Rückfragen, weil es hätte wahrscheinlich schon Flächen gegeben, wo man weniger direkte Nachbarschaft beeinträchtigt hätte. In der Endausscheidung war ein Standort zum Beispiel in Königslutter, der relativ abgeschieden war. Ja, nein, ich sage ganz ehrlich, aber die Abwägung. Wie gebaut denn durch die Trasse oder wie? Die Abwägung dann, ne, und da sind natürlich viele Interessen, die da auf dem Tisch liegen. Ne, da hat der Betriebsrat Interessen, dann gibt es Interessen hier der Stadt Wolfsburg, steuerliche Interessen. Man muss das aus meiner Sicht abwägen, offen diskutieren und man muss schauen, dass Sie dabei nicht zu kurz kommen. Ne. Wir werden zu kurz kommen, weil wir nur 500 Leute sind. Ganz einfach. Wenn wir jetzt eine große Stadt werden, dann sind wir auch 500 Seelen, ist doch unwichtig. Bloß uns gibt es schon länger wie Wolfsburg. Ja, ich werde mich nochmal dafür einsetzen, dass da Ihre Interessen berücksichtigt werden. Gut, weitere Fragen. Hier der Herr ganz hier in der Ecke, der kann.
Können Sie schon ja. einen lahmen Arm, vielleicht können Sie ihm... Warten Sie kurz, bis das Mikrofon da ist, sind Sie nicht so gut also, zu verstehen. Mein Name ist Viktor Schatz, ich wohne hier in der Region seit 48 Jahren, kenne also die Stadtentwicklung und alles. Und ich finde, heute wurde viel falsche Informationen gegeben. Zum Beispiel, dass wir 12.000 Leute im direkten Bereich haben. Ich kenne 16.000 die Zahl. Dann finde ich es absurd, diese Fehlplanung, zwei Marken in die Formel 1 zu lassen, wenn man, weil wir sprachen die ganze Zeit von Investitionen, wir brauchen Gewinne, und dann pulvert man das Geld mit zwei Marken raus. Entscheiden Sie sich für eine. Wir brauchen nicht zwei Marken, wir brauchen eine, wenn überhaupt. So, das Nächste. Können Sie bitte eine Frage formulieren? Ich formuliere gleich die Frage. Andere, die ich formuliere gleich die Frage. Formulieren Sie mir dann selber. Ich formuliere gleich die Frage. Ich bin der Meinung, dass auch noch eine Fehlentscheidung hier gesagt werden muss, und zwar dieses Trinity-Werk außerhalb der jetzigen bestehenden Werkes zu bauen. Dieses Werk ist das flächenmäßig größte auf der ganzen Welt. Und wenn man es nicht schafft, in diesem großen Werk, was 4 Kilometer lang ist und 2 Kilometer breit ist, ein neues Trinity-Werk zu bauen, übrigens, was auch nicht gesagt wird, diese 10 Stunden, die man anvisiert, um die Autos zu bauen, heißt, man sourced aus. Wir machen zum Beispiel bei allen Modellen, die wir hier bauen, ob es Tiguan ist, Golf ist, bauen wir die Schalttafeln selber. Das heißt, im Werk, mit eigenen Leuten. Das können wir nicht schaffen mit einem Trinity-Werk, weil dort werden diese Arbeitsplätze ausgelagert. Das heißt, man baut nicht nur ein Volkswagen-Werk höchstwahrscheinlich, sondern man wird die ganzen Zulieferern drumherum bauen. Ja? Und das wird nicht gesagt. So, und ich bin der Meinung, bei dieser großen Fläche, die wir haben, da wird auch die Stadt Wolfsburg sich super freuen, weil die Steuern bleiben hier. Wir sind in der Lage, hier etwas zu bauen. Wir sind nicht in der Lage, die Leute aus Braunschweig, aus Gifhorn hier vernünftig mit Autos herzubringen. Dazu haben wir, glaube ich, die letzten 8 Jahre sind hier nur Baustellen gewesen. Und ich bin der Meinung, wenn VW hier etwas Neues auf... Können Sie bitte Ihre Frage formulieren? Warum wird das nicht hier gebaut? Im Werk, in dem größten flächenmäßigen Werk, was es auf dieser Welt gibt? Vielen Dank. Braucht man nicht nochmal was? Ja, das waren jetzt viele intrinsische Fragen. Also zu Trinity nochmal. Ich darf Ihnen versichern, dass wir und das Team um den Herrn Vollmer wirklich 10 Varianten untersucht haben, das im Werksgelände unterzubringen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann nach einem halben Jahr gesagt, so schaffen wir es nicht. Weil die beste Lösung, die mir präsentiert wurde, war, dass man im Prinzip den Karosseriebau im Prinzip an der Südstraße positioniert, wo wir die Karosseriebauern hatten. Dann hätten wir das Fahrzeug durch eine Lackierung gefahren und wir hätten im Norden des Werks auf zwei Stöcken eine Montage aufgebaut, die dann dort die Fahrzeuge entmontiert hätte. Ich sage Ihnen eins, no way, um da mit dem Wettbewerb mitzuhalten. No way. Die Zeiten sind anders. Ich war vor 2 Wochen, die Nicole war dabei, haben wir uns den Tesla-Standort in Texas angeguckt. Ja? Das ist ein Werk, auch das zum Thema Insourcing. Das Werk ist 1,2 Kilometer lang, 500 Meter breit und es beginnt mit einer Batteriefertigung unterm Dach, mit einer strukturierten Unterbodenfertigung, mit Sitzen. Ein ganz reduzierter Karosseriebau, eine Gießerei im Werk, also extrem ingesourced, nicht outgesourced, ingesourced. Ja? Und, aber mit eben extrem hoher Automatisierung, natürlich Betrieb rund um die Uhr, aber mit Innovationen, die bei weitem über das hinausgehen, was wir heute uns vorstellen können. Also da kommt ein Wettbewerb, der extrem innovativ und man sieht es ja jetzt schon, ne, die Werke laufen ja noch gar nicht hier in Berlin und in Texas, aber ist jetzt schon, macht der 20% Rendite. Ja, wenn wir den so laufen lassen, dann können wir hier machen, was wir wollen, werden wir keine Autos mehr verkaufen. Verstehst du mich? Weil das ist, wir müssen diesem Wettbewerb standhalten können und was entgegen. Und dazu brauchen wir höchste Produktivität.
das, was mir vorgelegt wurde, da zwischen in den Einbau ins Werk, und ich glaube, da hat sich wirklich jeder Mühe gegeben, weil das sieht ja jeder so, ne? Wozu brauchen wir ein neues Werk, wenn wir können? Es war nicht möglich. Da kommen raus, wir fahren das Auto mehr Strecke da durch das Werksgelände von Nord nach Süd. Wir haben Nacharbeiten, wir haben die Zuliefererketten stimmen. Und da müssen Sie sich vorstellen, eine Montage zweistöckig, das ist einfach eine Katastrophe von der logistischen Versorgung. In das Werk in Brandenburg, da fahren die Lastwagen von links und rechts ran. Die Lastwagen entleeren sich und das Auto wird aus dem Lastwagen gebaut. Das ist halt moderne Fertigungstechnik. Und dem müssen wir uns stellen. Ne? Und nach langer Überlegung, und da dürfen wir den Leuten nicht Unrecht tun, das hat jeder hier in Wolfsburg wirklich versucht, das ins Werk zu integrieren. Aber nach langer Überlegung haben wir gesagt, fürs Werk dann, um dann langfristig wettbewerbsfähig zu sein, ist es besser, dieses einen Schritt nach draußen zu tun und dann innen umzubauen. Weil dann haben wir den Platz. Dann haben wir aus den 4 Linien, können wir dann 2 machen und dann können wir innen genauso. So, Formel 1. Haben wir kontrovers diskutiert. Wir haben die Zusage, dass wir mit Formel 1 mehr Geld nach Wolfsburg bekommen wie ohne Formel 1. Und das geht ja nicht darum, dass sich da irgendwie Leute verwirklichen, ne? Und jeder, der aus einer Formel 1 fahren will. Sondern da gibt es 2 Fälle. Der eine heißt Porsche. Porsche braucht wieder eine und jetzt muss man auch sagen, ne? Der Porsche überweist uns hier 4 Milliarden im Jahr hier nach Wolfsburg. Soll er auch in Zukunft machen. Und der braucht dafür natürlich, braucht die Marke Strahlkraft. Ja, jeder muss so einen Porsche wollen. Und dazu muss, Porsche ist die sportlichste Automarke der Welt, und dazu will man wieder Porsche muss Motorsport machen, und man kommt zu dem Schluss, wenn Porsche Motorsport macht, ist es das Effizienteste, die Formel 1 zu fahren. Da sage ich, da musst du jetzt fast einen Haken machen. Ne? Und wenn er sagt, er überweist da demnächst nicht 4, sondern 4,5 Milliarden, ja, dann muss man sagen, okay, also muss man akzeptieren. So, jetzt der Fall Audi. Audi ist eine viel schwächere Marke als Porsche. Ne? Also für den, die kann nicht so ein großes Preispremium verlangen. Und der Audi hat eigentlich den besseren Case, Formel 1 zu fahren, weil der für die Marke sehr viel mehr Potenzial hat. Wenn der sich durchsetzt gegen den Daimler, was der schaffen kann mit der Mannschaft da, na, dann hat er eigentlich, und der Audi ist in einigen Regionen schwach, kann der von so einem Engagement mehr profitieren. Wir haben uns das, aber auch Audi kommt mit der Aussage, sie wollen 3 Millionen Fahrzeuge im Jahr 2030 bauen, sie wollen die Preise steigern, sie gehen in die höheren Segmente, also raus aus den A2, A3, das geben die auf und gehen in die höheren Segmente, in den Wettbewerb mit dem Daimler. Und dann kommt eben auch bei Audi ein Case zusammen, wo sie sagen, das macht Sinn, der Audi wird uns statt, der überweist auch 4-5 Milliarden im Jahr hier nach Wolfsburg, und auch der wird mit Formel 1 mehr überweisen als ohne. Und dann gehen Ihnen einfach die Argumente aus. Verstehen Sie? Und dann können Sie sagen, ja, aber ich glaube nicht an die Formel 1. Aber auch da gibt es einfach gute Argumente, die sagen, die Formel 1 wird wachsen und auch in dieser zukünftigen Zeit. Und von daher sage ich, ja, warum soll man die einschränken da, wenn sie dann mehr Geld überweisen? Das ist einfach, weil man ja auch Geld ausgibt. Ja, aber es kommt halt in Summe mehr rein, wenn sie fahren, wie wenn sie nicht fahren. Ne? Und also das, ich hoffe, ihr habt das da einigermaßen. Was haben wir dann? Also Outsourcing nein, sondern wir brauchen die hohe Produktivität. Und jetzt weiß ich nicht, was Sie noch hatten. Ja. Trinity. Bitte? Outsourcing nein. Nein, das geht gar nicht darum. Wir brauchen, die Effizienz muss kommen im Werksgelände. Und jetzt nochmal, die Grünheide und das Werk da in den USA, das wir angeschaut haben, ist extremstes Insourcing. Extremstes. Die bauen die Sitze selber, ja, aber eben extrem produktiv. Ja. Nicht vergleichbar mit uns. Können wir die Diskussion... Heute schon, in den neuen Werken nicht. Ja. Herr Dies, ich darf Sie erinnern, mir wurde vor unserem Gespräch gesagt, Sie haben noch einen Anschluss. Ja, habe ich heute. Wir müssen nach Berlin. Ganz gerne noch, weil die Zeit läuft und sonst ein bisschen davon. Ja. Wir müssen ein bisschen zum Ende kommen, in die Richtung. Wir haben noch hier eine Frage und die Dame dort wartet auch schon sehr lange und dann... Geht es auch schon gleich zum Ende. Wir hatten jetzt den Herrn bitte zu. Martin Manuche aus Braunschweig. 2 kurze Softwarefragen. Und zwar einmal geht es um Clariat. Sie wollen die Mitarbeiterzahl in China verdoppeln, wenn ich das richtig gelesen habe. Mhm. Man liest auch in China, dass die Softwareentwicklung in China für China gemacht werden soll. Ja. Wie ist das zu sehen? Weil das widerspricht ja dem Modulgedanken. Wir haben auf der einen Seite das Modul,
weltweit das Gleiche. So, und jetzt sagen Sie uns, in China für China, das heißt, wir machen das Modul in China und wir machen ein Modul für Europa. Ja. Oder wollen Sie langfristig in China für die Welt machen? Ja. Das hieße aber, wir geben uns mit unserer wichtigen Software in die Hand der Chinesen. Ja. Und wollen nicht das gleiche Dilemma erleben wie mit Nord Stream 2, dass wir abhängig sind von einem, ja, Sie lachen, man sollte aus seinen Fehlern lernen, wobei der Fehler hier in der Politik liegt. Ja. Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage, Kundenzufriedenheit. Ich hätte gerne einen Rat von Ihnen. Ich fahre ein ID.3 First Edition. Dumm gelaufen. Wir haben das aus Überzeugung gemacht. Das war eine Familienüberschreitung. Das war auch alles gut. Es war klar, das wird schwierig. Aber so, heute stellt sich die Situation folgendermaßen dar. Der Wagen lässt sich teilweise wirklich lange Zeit nicht abschließen. Das Display fällt aus. Der Travel Assist da müssen wir ran. Katastrophal ein Problem. Das ist ein Sicherheitsrisiko, sage ich Ihnen. Das ist echt, echt schwierig. Der bremst von 130 auf 60 runter. Wenn er ein Verkehrszeichen sieht, das 60. Nein, da habe ich ein Video für. Da habe ich ein Video für. Es ist kein Verkehrszeichen da. Ja, ja. Der Travel Assist zieht in die Leitplanke. Auch da habe ich ein Video für. Ja. Wie gehe ich damit um? Und was mache ich da? Also an den Ausfallerscheinungen, da müssen wir ran. Da müssen wir in die Werkstatt kommen, da müssen wir das reparieren. Die ID.3s, die jetzt ausgeliefert sind, sind da deutlich besser und da muss man ihr Fahrzeug auf den Stand bringen. Ne? Und zu dem Thema Assistenzfunktionen, finde ich, sind wir gut unterwegs. Wir kriegen eigentlich das positive Feedback, dass wir zum Teil in Europa besser fahren als Tesla. Ich finde auch jetzt die Softwareversion 3 ist exzellent beim Thema Spurhalten, Spurwechsel. Also da müssen wir uns, glaube ich, nicht verstecken. Aber ich muss schon zugeben, dass wir in den ersten Monaten da nicht Top-Qualität geliefert haben, die man von VW erwarten darf. Und da müssen wir schauen, dass wir das reparieren. Ich bin jetzt sehr zuversichtlich bei den Fahrzeugen, die jetzt ausgeliefert werden, jetzt vor allem mit Software 3. Das ist wirklich gut. Also was jetzt da mit dem Bus anläuft, kommt jetzt in anderen Fahrzeugen auch. Das lässt sich sehen. Cariad, China, auch aus China kriegen wir übrigens so 4 Milliarden im Jahr, ne, für Wolfsburg, einen Teil davon verteilen wir hier. Und das ist uns ganz wichtig, ne, dass wir das auch halten, das chinesische Ergebnis. Aber wir merken zunehmend, dass sich China und Amerika entkoppeln von der Technik. Ja. Und China hat eben, wir in Europa haben ja die ganzen amerikanischen Technologieunternehmen im Prinzip mit übernommen, den Google, den Apple, ne? Und die Chinesen haben da eigene Technologieunternehmen. Und die Fahrzeuge müssen dort funktionieren, mit einem Tencent, mit dem Alibaba, mit dem Baidu. Und von daher kommen wir, und der chinesische Kunde hat ein anderes Bedürfnis, das übrigens auch weit über unseres hinausgeht. Die haben kein Bargeld mehr dabei. Die zahlen alles mit dem Smartphone, die buchen alles mit dem Smartphone. Die wollen im Fahrzeug Karaoke, und zwar in jedem Fahrzeug. Und das heißt, die Kundenanforderungen sind dramatisch anders und sind höher als die in Europa. Sie sagen ja selber, Mensch, oder es war vorher, die Funktionen brauche ich gar nicht. Der Chinese würde zum gleichen Auto sagen, wieso hat das nicht? Also es sind viel zukunftsorientierter. Und deswegen... Ja, absolut. Und ich muss sagen, ich sehe den Wettbewerb eher beim Chinesen als bei Tesla. Ja, auch da haben Sie recht. Also die neuen Chinesen sind da vor allem für China noch ernstzunehmender. Der NIO, der Xpeng. Und das muss der Maßstab sein. Und deswegen müssen wir uns um dort, und das können wir von hier aus gar nicht machen. Ich habe vor kurzem haben wir diese Diskussion geführt, Karaoke-Funktion im Auto hier. Da gucken mich meine Entwickler an. Ja. Das müssen Sie vor Ort machen, weil Sie müssen, aber der chinesische Kunde will, wir haben da fast Milliarden von Kunden singen Karaoke im Auto und das ist gar nicht schwer zu machen, verstehen Sie, weil Sie müssen das im Prinzip auf den Bildschirm projizieren, Sie müssen die Musik über das Audiosystem fahren und dann halt Karaoke inszenieren und ein Mikrofon für den Beifahrer müssen Sie ins Auto legen, ja. Und das ist nicht schwer zu machen, aber aus Wolfsburg raus schaffen Sie das nicht.
Nee, das schaffen wir einfach nicht. Wenn der Wolfsburger, das ist schwer, das dem verständlich zu machen, dass Karaoke wichtig ist. Und wir können es nicht mehr in Zukunft, ne? Nur indem wir deutsche Technologie exportieren. Das wird nicht reichen für China und deswegen bauen wir dort auch auf. Wir versuchen natürlich immer, so viel wie möglich gleich zu verwenden zwischen Deutschland, USA und Frankreich. Ne? Ja, und bei ID3 bitte mal, also helfe ich Ihnen auch persönlich gerne nochmal, dass wir das Auto in Ordnung kriegen. Ja. So. Herr Dies, ich merke, Sie kommen richtig in Fahrt jetzt langsam hier. Natürlich. Das Problem ist nur, uns ist die Zeit jetzt davongelaufen. Und darf ich ganz kurz, Sie kriegen Ihre Frage sofort. Ich wollte nur einmal in die Runde informieren, dass ich noch mal ein Zeichen bekommen habe, dass Sie demnächst einen Anschlusstermin haben und wir unsere Runde jetzt zum Ende bringen müssen, obwohl wir, glaube ich, noch eine Stunde weiter diskutieren könnten. Das ist sehr spannend und ich sehe auch noch sehr viele Fragen. Aber eine würde ich jetzt gerne noch zulassen von der Dame, bitte. Ja. Dankeschön. Hallo, Herr Dies. Ich bin Frau Muchaya aus Wolfsburg. Stellen Sie sich vor, Sie haben 5 Kalendertage, keine Termine. Alle Telefone, Laptops, alles ausgeschalten, alles im Schubfach. Was würden Sie in dieser Freizeit am liebsten tun? Ich kann mir 5 das gar nicht, Tage. Kann man das gar nicht vorstellen. Ja, eben. Versuchen Sie mal, Ihre Fantasie spielen zu lassen. Also wenn Sie wirklich mal 5 Tage frei haben, also wüsste mir schon was. Ich würde zum Beispiel gerne mal ins Kunstmuseum gehen, da in die letzte Ausstellung haben wir nicht geschafft. Würde ich mir vielleicht mal zum Fußball gehen hier in Wolfsburg, mal ein Buch lesen. Ja, also in Wolfsburg, finde ich, kann man schon was machen. Mal wieder in die Autostadt, da gibt es auch immer wieder mal was Neues. Ja. Bitte? Familie treffen? Familie sehen, klar. Ehrlich, ja. Dankeschön. Ja. Schöne Abschluss. Eine Frage zwischen Tod und Leben. Darf ich die noch stellen? Ja, klar. Letzte. Sehr, sehr wichtig. Ja. Mein Name ist Thomas Bollmer. Ich habe bei der Audi AG Neckarsulm gearbeitet. Bin seit 2013 Rentner und habe hier in Wolfsburg geschafft, zum 15. Juli 2020 mit nur 6 Jugendlichen den sicheren Hafen der Seebrücke in Wolfgang zu installieren. Bei der Ratssitzung über eine Versammlung. Aber nur dieses Thema sicherer Hafen ist nur eine Willensbekundung, die keine Aktion fordert. Und ich habe ganz kurz das hier geschrieben, worum es geht. VW hat sich öffentlich für die Hilfe von Geflüchteten aus der Ukraine ausgesprochen und auch eine Soforthilfe von 5 Millionen Euro getätigt. Und jedes Vorstandsmitglied packte noch 50.000 Euro drauf. Ja. Das ist ein gutes Zeichen. Ja. Aber warum ist VW nicht auch bereit, andere Geflüchtete zu retten, die täglich an der EU-Außengrenze im Meer ertrinken, und beteiligt sich nicht an einer Schiffspatenschaft für ein Seenotrettungsschiff? Mit einer großen Presse befestigte VW im Dezember 2019 an allen Toreinfahrten Seenotrettungswesten. Als diese dann nach 2 Jahren fast farblos waren, nahm VW sie wieder ab. Mehr geschah nicht. Die Pastorin Sandra Bilz sagte auf dem Kirchentag in Dortmund, man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt. Ja. Wir wissen alle hier im Raum, dass VW auf Blut und Tränen aufgebaut ist. Hier könnte jetzt VW wirklich eine Fackel für die Werte Europas sein, mit einem symbolischen Akt eine Schiffspatenschaft zu übernehmen und vielleicht auch ein bisschen Geld reinzupacken. Ich bedanke mich, schönen Dank. Ja. Erstmal würde ich gerne erwidern, dass ich kein Unternehmen kenne, das mehr in soziale Aspekte, Flüchtlingshilfe, weltweit auch Leute aus der Armut zu befreien, medizinische Hilfe tut als Volkswagen. In der jetzigen Ukraine-Krise, und ich habe mir da selber ein Bild davon gemacht, ich war in Polen, wo Polen trägt die Hauptlast der Flüchtlingsströme. Wir haben dort 10 Standorte, wir haben dort über 10.000 Menschen, die sich persönlich extrem engagieren, die Flüchtlinge aufnehmen. Wir haben von dort aus auch Aktivitäten unternommen, bei der Verteilung zu helfen nach Spanien. Also ich glaube, Volkswagen muss sich nichts vorwerfen lassen an der Stelle. Wir sind wirklich ein Unternehmen, das seine Geschichte kennt, ja, und auch aus der Geschichte eine Verpflichtung mitnimmt. Aber ich glaube, wir machen viel. Wir machen viel mehr als viele andere und wir machen es weltweit. Wir machen es in Lateinamerika, in Südafrika, in China engagieren wir uns sozial. Und von daher, glaube ich, können wir ein gutes Gewissen haben. Den Einzelvorschlag dieses Schiffs
können wir gerne mal mitnehmen zum Prüfen. Na, da gibt es ja immer wieder, natürlich, es gibt so viel Not in der Welt und überall könnte man helfen. Aber wir haben da, also Gunnar Kilian engagiert sich da ja auch stark. Also wir haben eigentlich, können wir ein gutes Gewissen haben, aber man kann immer auch mehr tun, ne? Sage ich nicht. Und deswegen können wir mal mitnehmen und schauen uns das an. Ja. Die Menschen sterben auch jetzt in diesem Parlament. Ja, natürlich. Natürlich. Außengrenze. Ja. Ja, aber wir müssen jetzt auch ne, einfach nur zum ich glaube, dass wir viel tun, international viel tun, ich glaube, die richtigen, viele, viele der richtigen Dinge machen, aber man muss auch sagen, ne, wir werden die Welt nicht alleine retten können. Ne? So ist es. Herr Dies, vielen Dank an dieser Stelle. Ja. Danke Ihnen, liebe Gäste, im Namen der Wolfsburger Nachrichten und Wolfsburger Allgemeinen Zeitung für dieses spannende Format, das erste in dieser Form. Ja, vielleicht wenn Sie wollen, können wir gerne wieder mal machen. Das Angebot nehmen wir gerne an, wenn Sie das schon machen. Okay. Vielen Dank und kommen Sie alle gut nach Hause und ich hoffe, Sie hatten eine gute Unterhaltung. Ja, darf ich Dankeschön. Auch bedanken, ja, für die tolle Frage. Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ja. Danke. Okay.